Okay, dann fangen wir jetzt an. Ich freue mich sehr, Sie und euch alle hier heute Abend begrüßen zu können zu dieser Veranstaltung Demokratie in Zeiten der Wirtschaftsdemokratie in Zeiten der Digitalisierung. Mein Name ist Barbara Fried, ich bin stellvertretende Leiterin des Instituts für Gesellschaftsanalyse hier im Haus. Und dieses Panel ist heute Abend der Auftakt einer zweitägigen Tagung zum Thema Wirtschaftsdemokratie neu denken, die morgen und übermorgen hier stattfinden wird. Das Thema ist so alt wie die Linke selbst. Heute kommt es oft eher ein bisschen angestaubt daher, riecht nach Korporatismus und entwickelt nicht unbedingt eine große politische Strahlkraft. Gleichzeitig ist die Frage nach einer Demokratisierung der Ökonomie zentral für jede Debatte um Transformation. Wie kann es also gelingen, nicht nur politische Entscheidungsprozesse partizipativ zu organisieren, sondern die gesellschaftliche Produktion und Reproduktion in einem sehr umfassenden Sinne unter demokratische Kontrolle zu bringen? Was wird produziert, von wem und unter welchen Bedingungen? Das sind die zentralen Fragen. So eine Diskussion darf dabei natürlich auf keinen Fall auf industrielle Fertigung beschränkt bleiben, sondern muss letztlich auf strategische Investitionsentscheidungen, auf Industriepolitik und auch im Endeffekt auf die Neugliederung der gesamtgesellschaftlichen Arbeitsteilung insgesamt ausgeweitet werden. Das heißt dann auch, Formen einer ökonomischen Demokratie für den Bereich der Dienstleistungen zu entwerfen. Hier haben wir es mit organisierungsschwachen Bereichen zu tun oder Branchen und gleichzeitig sind darin die Anliegen derer, die beispielsweise auf Pflege, Gesundheitsversorgung oder Kinderbetreuung angewiesen sind, in einem besonderen Maße berührt. Auch sie müssen in so einem Fall Teil der Aushandlungs- und Planungsprozesse werden, um die es dann geht und sind umgekehrt natürlich auch als strategische Partnerin eines solchen Projekts zu gewinnen. Die genannten Fragen machen im Grunde den Horizont eines alternativen Gesellschaftsprojekts auf. Und die zentrale Frage ist, wie können hier Einstiege aussehen? Wo sind gegenwärtig strategische Hebelpunkte anzusetzen? Und wofür lassen sich, ganz besonders wichtig, gegebenenfalls auch gesellschaftliche Mehrheiten herstellen? Die aktuelle Krise des finanzgetriebenen Kapitalismus hat solche Überlegungen erneut auf die Tagesordnung gesetzt. Die Regulierung der letzten Jahrzehnte hat sich ganz klar als dysfunktional erwiesen. Demokratie und Repräsentation stehen aber selbst unter Beschuss. Derzeit sind es vor allem rechtsautoritäre Kräfte, die die verbreitete Unzufriedenheit mit der repräsentativen Demokratie für sich zu nutzen wissen. Nicht gerade ideale Bedingungen für eine große Offensive für Demokratie und soziale Gerechtigkeit. Hinzu kommen die neuen Herausforderungen, die mit den Schlagworten Digitalisierung und Industrie 4.0 beschrieben werden. Sabine Pfeiffer, Arbeitssoziologin, bezeichnet den sogenannten Dialogprozess des SPD-geführten Arbeitsministeriums als gelungenes Beispiel eines politischen Agenda-Settings von oben. Ein Sachzwangdiskurs, in dem als Antwort auf vermeintlich technologische Veränderungen eine Flexibilisierungsoffensive angekündigt wird, die das Gegenteil ist einer kollektiven Gestaltung der Ökonomie, sondern bedeutet Entgrenzung vorantreibt und bestehende Schutzrechte der Beschäftigten weiter einschränkt. Wie können wir also diese Angriffe auf Mitbestimmung und Arbeitsrecht abwehren? Und wo liegen aber auch Potenziale gesellschaftlicher Kooperation und einer gerechten Verteilung von Arbeit und Zeit, die durch moderne Informationstechnologien im Prinzip zu heben wären? Zentral ist, wem die digitalen Infrastrukturen und die Daten gehören, die in der algorithmengesteuerten Welt das Öl des 21. Jahrhunderts bilden. Wer kann über sie verfügen und wo lässt sich und wie darüber kollektiv verhandeln, jenseits privatisierter Zugriffe? Und last not least, wer sind eigentlich die Subjekte, die einen solchen Transformationsprozess vorantreiben können? Welche Rolle können Gewerkschaften spielen und wo muss aber die Suche nach Bündnispartnerinnen weit über die Organisationen der Beschäftigten hinausgehen? Muss Verbraucherorganisationen, Umweltverbände, Selbsthilfeinitiativen bis hin zu den Resten der neuen Demokratiebewegung, Rebel Cities und linke Parteienorganisationen natürlich selbstverständlich eingeschlossen mit ansprechen? Tja, viele, viele große Fragen. Um all das zu besprechen, freue ich mich sehr, dass wir heute Paul Mason hier erneut in der Rosa-Luxemburg-Stiftung begrüßen können. Er war im letzten Sommer hier und hat sein Buch vorgestellt. Und für alle, die damals nicht da sein konnten, sage ich kurz, wer er ist. Paul Mason ist einer der produktivsten linken Journalisten, Publizisten und Public Intellectuals.
Er ist Ökonom und 2012 war er mit seinem Buch Why It's Kicking Off Everywhere, The Global, New Global Revolutions, einer der ersten, der eine umfassende Einschätzung dieser globalen Postkrisen-Proteste und Rebellionen, Demokratiebewegungen vorgelegt hat. In den letzten Jahren hat er nicht nur intensiv zu der Situation in Griechenland, sondern auch zu der Situation der Geflüchteten in Europa geschrieben. Er ist Kolumnist für den Guardian, war lange bei der BBC und war bis letztes Jahr Leiter der Wirtschaftsredaktion von Channel 4 News. Dort hat er aufgehört, unter anderem oder vor allem, um über die Alternativen zu einem finanzialisierten Kapitalismus nicht nur zu schreiben, sondern sich an der Formierung eines aktiven Gegenprojekts politisch zu beteiligen. Sein jüngstes Buch, das diesen Weg skizziert, trägt den Titel Postkapitalismus. Ich habe es jetzt leider nicht dabei. Halt! Wir haben ja noch einen Gast. Auf der anderen Seite begrüße ich ganz herzlich Bernd Rixinger. Er ist zwar öfter unser Gast, aber ich freue mich trotzdem sehr, dass du für diese Debatte heute Abend hier bist. Wahrscheinlich kennen ihn tatsächlich fast alle. Bernd Rixinger ist Co-Vorsitzender der Partei Die Linke und war ehemaliger Geschäftsführer des kämpferischen Verdi-Bezirks Stuttgart. Dort war er maßgeblich daran beteiligt, die Demokratisierung nicht nur von Streiks und Streikkultur, sondern letztlich von sozusagen der Debatte innerhalb der Gewerkschaften oder von Gewerkschaften insgesamt anzustoßen. Er hat wichtige Streiks unter anderem im Einzelhandel mit organisiert und da vor allem auch neue Beschäftigungsgruppen für eine aktivierende Gewerkschaftsarbeit erschlossen. Gemeinsam mit Katja Kipping hat er 2015 ein Manifest vorgelegt, in dem Vorschläge für einen erneuerten demokratischen, grünen und feministischen Sozialismus gemacht werden. Ich bin sehr gespannt auf eure Beiträge und sage jetzt noch zwei Sätze zu Ablauf. Wir machen jetzt zwei Beiträge auf dem Podium, ungefähr eine halbe Stunde jeweils. Paul Mason wird anfangen, dann Bernd Rixinger, dann gibt es eine kurze Diskussion hier und danach öffnen wir es auch relativ schnell ins Publikum dann. So, jetzt nochmal applaudieren für die beiden. Okay. Ja, ja. Okay. Good evening. Thank you. I was here in May. Since May, we have had Brexit, we have had Trump, we have had the rapid rise of right-wing parties all across Europe. And I have 375 Twitter followers, 1,000 Twitter followers, not all of whom like me. As I passed Rosa's statue coming in, it made me think about something that is implicit for all of us, I think, in this room, that there are people now out there in the world who would very much like to do to you what they did to Rosa Luxemburg in 1919 and to Karl Liebknecht. We should remember her and that generation also one day must have had the realization that the world had changed so badly that they now, you know, we're no longer in a beautiful world of expansion and globalization, but indeed a world of danger for all progressive people. And on that somber note, to start, I will try and inject some optimism to our debates on the left about what we do. But I'm going to start with the year 1602, the year Galileo in Padua changed our understanding of what machines do. So Galileo was surrounded by engineers in the High Renaissance whose machines kept breaking down. Indeed, everything they tried went wrong. And Galileo writes, what was the problem was their belief that they were able to move large weights with a small force. He writes in this treatise on machines. And in response, in 40 pages of mathematics, Galileo established a fundamental principle, which is still with us today, that a machine does not amplify the force applied to it. It simply transforms the force. Lesson:
There is nothing mysterious going on inside a machine. 250 years later, Karl Marx established an equally fundamental principle, but in economics, and that is, there is nothing economically mysterious about a machine either. Machine itself does not produce any value. It adds value, it adds its own value to the final product by chipping off a little bit of the labor it took to produce into the final product. This, you know, scandalous as though as this was when I studied economics at university in the 1980s, I later realized it's the principle behind all mainstream accounting. You know, Marxism, in fact, only perceived something that all accountants understand. Machines do not produce extra value. What does, and Marx recognized it, as did his predecessors, Adam Smith and David Ricardo, what produces the value is work. So we have Galileo understanding the physics of the machine. Marx understood the economics of the machine well. But we now have information machines. And look, computers are machines. Software is a machine. The silicon chip on your iPhone or Android phone is a machine with 3 billion parts that do not move. That's all it is. But the appearance of these machines have prompted us to begin to think again about machines in a mysterious way. We speak of immaterial labor, of cognitive capital, of virtual manufacturing, and the hugely inflated accounting category of intangible assets. And so walking in the footsteps of Marx and Galileo, before we even go anywhere near the problems of Wirtschaftsdemokratie, we have to do one thing. We have to yet again demystify the machine. The existence of vast financial profits alongside GDP stagnation, massive company valuations based on intellectual property alone, in the financial markets, flash crashes, immediate crashes, in which financial wealth can be wiped out and then restored virtually in a millisecond. The invention of new money by central banks to the tune of $12 trillion. All of these things are reinforcing our belief that the information machine is able to, in some way, detach economics from the physical, from work, from reality. But it doesn't. All information technology does is to give us the power to massively amplify utility. That is, if you're a Marxist, and there will be some in this room who are Marxists, use value. Use value massively amplified for very, very small amounts of exchange value, money. Things that were scarce are becoming semi-abundant, and the prices of many things, as I explained the last time I came here, the prices of many things are collapsing. The consultancy Deloitte calls this exponential technology and predicts, with more confidence than I would predict, that the collapsing price of many things affected by information will go on forever. That is, it will, unlike the steel revolution or the chemical revolution or even the early computer revolution of the 1940s and 50s, it will never stop. I don't know whether that's true, but even the revolutionary effect of information technology so far is having profound implications on the future of work. And because we are here to discuss workplace and industrial democracy and how it relates to an information society, I think that's the first thing I want to say. Because, of course, this has incredible relevance to the present. Work has become the battleground between us, the left, the neoliberals who ran society for 30 years, and of course the new nationalist and xenophobic right who are setting the agenda across the world.
I argue neoliberalism is a broken system, it's a failed economic model, and its ideological crisis, as well as its economic stagnation problems, is what's triggered the rise of this reactionary and xenophobic right. Donald Trump has promised to bring back manufacturing jobs from Mexico to the USA. And yet Oxford University researchers, Fry and Osborne in 2013, predicted that 47% of all jobs in America are susceptible to replacement by automation within the next 30 years. I have been to factories in Michigan, all old auto sites belonging to General Motors, where you can see on the floor the black outline of where the production line used to be. If it were a huge, vast hall, 100 times bigger than this room, is basically 9/10 empty. And the production line is new, it's clean, it's robotic, the workers working on it earn less, the workers working on it do what computers tell them. If they move a wrench too tight, it tells them to slacken it a bit. It can see. All those workers know that they won't be there in 20 years' time. So where Donald Trump is going to get the jobs from to bring back to America is a mystery. But meanwhile, Silicon Valley has a different version of the future. Silicon Valley's version of economic utopia is, of course, the replacement of human labor by machines, artificial intelligence, machine learning, robotics. Trump says reverse progress. Effectively, Trump's supporters don't just want to take social values back to the 1950s, they want to take productivity back to the 1950s, because that is the only condition for the return of tens of thousands of manufacturing jobs to America. Silicon Valley says accelerate progress, accelerate automation, but then scrap welfare systems and turn everybody into what Michel Foucault once called presciently entrepreneurs of the self, so that we bargain ourselves in a marketized welfare system. And of course, the baseline for this, for the most prophetic Silicon Valley millionaires, is that there has to be some form of income independent of work, what we call the basic income. The only problem the Silicon Valley people have with it is that they don't want to pay any taxes for it to be paid out. In the face of these two false utopias, the tragedy of neoliberalism is that it is denying reality. Neoliberalism's told itself for the last 8 years, the banks are solvent, complex finance is really safe, high quality jobs will be found to replace the ones destroyed by machines, eventually. Consumption can be driven by endless credit. Mainstream economics looks at what is left of the Jugendstil era in architecture in Berlin and says, look, it happened before. One time before, we had an industrial revolution, high technology came in, but new jobs replaced old jobs. I said before, last time I came here, while Luxembourg was predicting that all markets had been conquered, while she was writing The Accumulation of Capital, the number of movie theatres in Berlin grew from 1 to 163. Each of those provided new kinds of jobs for people. And the illusion that the neoliberals have is that this somehow will mysteriously happen again. My contention is that it will not. And if I am right, what do we do? How do we go forward? And what do we say about a vision of society which can provide to people social justice? Very quickly, let me introduce you to a man called Karl Marx. If we apply strict Marxist categories to information technology, this is what happens. In a normal factory, you introduce a new machine, it cheapens the end product because it can produce more machines. The cost of the new machine is rubbed off, this is Marxist Economics 101, rubbed off, chipped off, taken away by all these little
products of the machine. So you either become more profitable or you gain market share. That is capital volume one in one paragraph. Now, what is the essential attribute of a computer? The computer scientist, the British computer scientist Alan Turing, outlined it very, very clearly in his famous 1936 paper. The true attribute of a computer is that it can emulate all other computers, so that you don't need one kind of a computer to run a production line and another to play a video game. It's the same computer. And Turing used very precise words to describe this ideal computer. He called it the universal machine. A true computer can do anything. It can copy and indeed imitate and replace all other computers. But to do this, it needs human input, what we call in economics labor and energy, but it operates with almost no wear and tear on the machine itself. Computers that are thrown away have not worn out. You may not be surprised to know they are still functional. It's just that better computers have replaced them. Soon, that very small amount of labor will be replaced by no labor at all, because the ideal machine is coming, the computer that can program itself better than a human being. But for now, we're stuck with computers that need to be operated and controlled by human beings doing labor. What's the outcome? Well, in the days when engineering was done by slide rule, the men who designed the Tornado fighter, the fighter bomber that the British, I think the Germans had a Tornado. I talked to the men who worked on it at the end of their careers. They tested the tail fin of the Tornado for 12 stress loads. So they did 12 different variants of what the metal would have to endure during its lifetime. The same people worked on the Eurofighter Typhoon at the end of their careers. And for the tail fin of the Eurofighter Typhoon, they did 186 million stress loads. So what's going on? By constructing a model using human labor, that team carried out 186 million virtual flight tests on the tail fin, producing information which then allowed 599 aeroplanes to be built with defects so low that there was almost no learning process for the workers involved. It's like copying and pasting with metal. So information machines produce massive changes in reality, not just in information. They can produce other information machines ad infinitum. And what is the outcome of that is, well, Mr. Marx, one night, sitting in London, we don't know whether some unusual leaf had slipped into his cigar. He managed to imagine it. Because in the Grundrisse, in the fragment on machines, Marx imagines machines that cost nothing and last forever. Indeed, he writes, this is the ideal machine for capitalism, because a machine that lasts forever is the same as a machine that costs nothing, because the amounts of itself it embodies in the final product are so small that they are close to zero. And things that cost nothing to produce, whether you're using mainstream economics or Marxist economics, will eventually cost nothing. That's the secret that the information machine has unlocked. And in my book, Post-Capitalism, I explore the dynamics of a society trapped between information technology that is collapsing the price of everything and a capitalist system which requires there to be price and therefore requires bigger and bigger monopolies to maintain these prices. But Marx was ahead of us. Because Marx, in this one work, imagines then a conflict very unlike the conflict that classic Marxism imagined. He imagines a conflict
between information which has taken social form and the private ownership of property which conflicts with it. It's not base versus superstructure, it's not class versus class, it's social knowledge versus private property. That new dynamic is something that exists only in that one part of Marx's work, and was unknown to Rosa Luxemburg, was unreally explored by the people who built this building. But it is something that I think is important to us, because as soon as he thought about it, in the very next section of the notebook, written at 4 a.m. somewhere in London, his mind races forward to imagine what then happens. And what he imagines is a world without work. Work disappears. It is here in the Grundrisse that Marx writes famously, work cannot become play, but it can become so unnecessary that our days become alternating between small amounts of work and small amounts of play. And for Marx, I don't know what he had, I don't know what problem he had with animals, but a lot of the work Marx writes about is hunting, fishing, or generally killing animals. But I think he means that we will do what's necessary in very, very small amounts. 20th century Marxism was a utopia based on work. But information technology means that the future that we want to build cannot be. And 20th century Marxism was a utopia based on work, so was 20th century social democracy. Because you didn't just have to buy the whole thing, the proletariat as the agent of history. You had to understand, if you were a social democrat, that it was the culture that work had created that allowed the poor to survive capitalism. The culture of trade unionism, the culture of the working class suburb, the culture of all the things that the Social Democratic Party and the German Communist Party in its progressive days had. The social infrastructure for working class people is based around work above all. I want the left to move beyond utopias based on work, but in order to do so, we have to work out what our program is, what our understanding of the future state should be, and that means re-regulating society to bring about radical changes in the way work, markets, consumption, energy, raw material consumption, and then cities and towns operate. Everything has to change if we are to achieve something based on low work. Now, Now, I, in the book, said that if we don't break from neoliberalism, globalization's going to fragment. That's what's happening. That is effectively what's started with Trump. When America votes for a man who says, I'm going to dismantle globalization, you have to listen to it and not regard it as an accident or a gesture, even though, you know, he could have been stopped. I think we can stop Trump, we can stop the ultra-right everywhere, but we are not going to do it by defending neoliberalism. We need a sharp break with free market economics, and we need, as I suggest, a new program of transition beyond the free market capitalism we have now, which embodies elements of what kind of economy do you have when work is less obligatory, and when there is more free time, and when the problem of private ownership and social knowledge is being solved in the direction of social ownership. That's really the problematic of the modern left. Now, what does it mean for the concept of industrial democracy? I'm using the words in English, industrial democracy, instead of Wirtschaftsdemokratie, because they don't mean the same thing. There is no direct translation, even though Fritz Naphtali and Rudolf Hilferding actually borrowed the term from the British Fabian labour tradition. It was the Sidney and Beatrice Webb, our social democratic philosophers, who invented the term, but it means something very different. However,
If we step back from the differences and ask what do the British idea of industrial democracy and the German Wirtschaftsdemokratie have in common, it is of course the idea that the working class's relationship to capital is primarily determined in the workplace. You know, in the 1920s, in the Weimar Republic, and then in the post-war era, both times, the German labour movement has effectively established elements of control, or what you might call a forward advanced position inside the power structure through what it achieved in the workplace. But it's really obvious, if work is going to radically shrink, become precarious, non-specific, temporary, abstract, all the things we know neoliberalism does to work, then it's really going to be quite difficult for the mass of the population to define their position towards those in power through the workplace itself. You could, of course, defend, reimpose, extend what we call in trade unionism co-determination. You can even seize and impose workers' control. But the problem's going to be, it's like the weavers of the 18th century having workers' control, because technology is always going to fight you. So instead, I think we need new concepts of control and determination. The anarchists of the Invisible Committee in France, in their manifesto, The Coming Insurrection in 2007, said something I think that whatever you think about them is universally true. The proletariat had the factory in which to find each other and work out who the allies were. We have the whole of society. And we have to reach across from in our consumption, in our healthcare, in our culture. We have to find each other everywhere. Now, to cut to the chase, I think neoliberalism's crisis and the failure of this ideology, which has every means of intellectual production at its disposal, Hollywood, the newspapers, the book industry, they have everything, but they can convince increasingly nobody of their story. This is the problem we face. I've been asking myself, what is the root of that? For large numbers of working class people in the developed world, of my age, of your age, neoliberalism has been experienced as a kind of prolonged grief. The loss of high paid work, the destruction of close-knit communities, the imposition of universal commercialized sameness on all cultures. Above all, what was completely lost is something that the British theorist Mark Fisher, who died last month, called hauntology. It's a play on the words ontology. Derrida used the word as well. For us, in our teens, in the 1970s, we knew capitalism was haunted by the fear of past revolutions and the possibility of a future alternative. But many people in the millennial generation have grown up with no belief in either the haunting from the past or the possibility of a different future. And that's fine as long as the present system works. But the present system doesn't work. And so people are driven to ask, what is the alternative? And I think that is what explains that not just the old people who voted for something like Brexit in Britain, but the young people who could not have been around during that high point of working class culture, wanting to go back. And what they want to go back to is something, unfortunately, that cannot be delivered without a traumatic dismantling of modernity, because they want full, industrial, high-paid employment, white-only workforces, women in the kitchen, lesbians and gays hidden behind the closed doors of a few clubs raided by the police. That is the world. If you read, and I'm sorry to say that I have to, read this tsunami of crazy reactionary ideas that is out there. That is the world of the alternative right. That's what they want. They want to reverse modernity. Our project has to be one where we fast forward into the future. And I think the future, we therefore have to embrace elements of a dream that is very, very different to that and is based on the rapid automation of work, the finding the means to de-link work from wages, finding the means to accept the modularity and the horizontality that
information technology can bring to work. But of course, work will be with us. If 47% of jobs are susceptible to automation, 53% are not. The last one on the list of the Oxford University researchers is mental health social work, for obvious reasons. Now, I want to finish by just talking then about how this links, how our search for a cohesive and simple explanation of what the future state of humanity could be fits into the fight we have to fight against the far right in America. The demographics of the world are against the right. You know, the pollster Stan Greenberg, who worked for Bill Clinton and is an ally of Hillary Clinton, predicted in April 2016 that Clinton would win by a landslide. The problem is the demographics he based that prediction on are right, because single women plus ethnic minorities plus secular people plus millennials are 63% of the American population. It's just that, for some reason, each part of that demographic was sliced apart by reactionary ideas. Because ultimately, as we know, Clinton had no alternative, no progressive alternative to offer, or it wasn't enough. And the right had a very simple message. I'll tell you, to end, how we're trying to deal with this. I've been very Trump's not a Trump is not a fascist, but they don't need fascism to achieve the levels of disruption and reaction that they want, because there is no SPD, there is no KPD, there is no 10 million strong British trade union movement, there are no Soviets. They are dealing with a weaker enemy, and therefore they don't need what they needed in the 1930s. But one of the things that is parallel is that I've been very inspired by the work, rereading the work of Erich Fromm, the German sociologist and psychologist. Fromm observed that what the problem was with workers in the late Weimar Republic era was that they were tired, that they had ceased to believe in the future state that for 20 years their working class culture had told them was possible. It was the tiredness, the end of belief in the possibility of self-liberation. And then, on top of that, a reactionary mass that wanted simply to have its own irrationality reinforced from a platform by a man with a loud voice. This is the parallel. You know, this is the parallel world we live in. And to finish, I'll say, well, how are we trying to deal with that in the British Labour movement? But we face it as well. You know, we know the first person Trump met was not the Prime Minister of Britain, the historic ally of the United States. It was a man whose party has one MP. And that even that MP is not really an organic UKIP member. You know, no real MPs. It was Farage. Unfortunately, British social democracy is in a process of, well, let's be frank, it could be in a process of breakup. We have already lost 48 out of 49 of our members of parliament in Scotland to a progressive left nationalist party. I don't think that's going to be reversed. In many of our traditional working class areas, we are seeing now between 10, sometimes 15, sometimes more percent voting for UKIP, our equivalent of AfD. They're not exactly the same, but we are seeing the same problems you have in parts of Eastern Germany and Southern Germany, all over our heartland. And then Brexit happened, and Brexit unleashed a new wave of racist attacks, racism, and a millennial right-wing internet generation for the first time discovered the power of fake news, of propaganda, of outright sort of violent speech on the internet. And then came Trump. Trump has oxygenized all of this. We already had a problem, like you, that we have two bases in society. We have the radical urban salariat with its global view of the world, multi-ethnicity, free lifestyles, and we have a traditional working class that for 30 years has been reeling from the defeats imposed on it. That's our base.
Our membership is overwhelmingly from the urban salariat. That's who the members of Labour are. We massively grew last summer in the coup against Jeremy Corbyn. 185,000 people joined in 2 days, but they are overwhelmingly the urban salariat. And our solution is we cannot give up the values, because the values of that urban, salaried, educated workforce are the values of the future. We cannot abandon them. But we can address the economic concerns of the other part of our base. And that's what we have to do. We can simply say, you cannot eat racism. Racism doesn't bring an extra school or an extra hospital bed to your town. They will find this out. We have to, in fact, be a party that can ride through a crisis, which is very unusual for all left parties, social democratic or radical left. We have been used to a period of peace. We are trying to re-educate ourselves to understand what it means to be a party in a crisis, and it's not easy. So I don't think there's anything complicated about what the answer is. It's to defend multilateral global institutions, to defend the world market as it exists, to not retreat behind national barriers proactively, but to understand that in order to save globalization, the progressive aspect of it, we have to retreat from the non-progressive aspects to it. We call it a retreat. Don't call it, as some do, even in this country, an advance. It is not an advance to walk away from a multilateral, interconnected world. It is a retreat, it is a forced retreat, and it is a reluctant one, and at the soonest possible moment, we will go back forward to a new, more progressive form of globalization. What this means concretely in each country is different, but I think that ultimately, the solutions could be put on half of a piece of paper this size. It's about providing better welfare. It's about the state taking more of responsibility, and it's about suppressing the asset wealth of the rich. Large parts of the traditional left program of social democracy and the radical left are completely applicable. But on top of that, I think it has to be about imagining the future without work, imagining the future not so much of hunting, fishing, and killing animals, and then criticizing literature in the evening, but of simply imposing minimum wages, maximum working weeks, and a baseline of income for everybody to live on. Retired human beings have no problem working out what to do with their day, as long as they've had an education and have sufficient healthiness. Every human being in the next century, I think, does face a future without work, and I don't really know what that means for workplace democracy. I think it could be you could extend it a long way, but I just don't think that in the future the place where the left exists will be what it was, which was the workplace. I think it is going to be society, it's going to be culture, it's going to be our minds, and that's where I want to leave you. Okay, thank you very much. Bernd, machst du gleich weiter? Das an, oder? Ja, ich werde jetzt tatsächlich über Wirtschaftsdemokratie reden und wir müssen dann gucken, wie wir das dann im Laufe der Debatte stärker zusammenkriegen. Es wird viele Überschneidungen geben, aber auch einige Widersprüche, die ich vielleicht auch deutlich machen werde. Also erstmal finde ich gut, dass wir über Wirtschaftsdemokratie wieder reden. Meine erste These lautet, die Zeit ist reif für einen neuen Anlauf, für eine neue Debatte über die Demokratie in der Wirtschaft, ja sogar um eine erneuerte Debatte über einen neuen Sozialismus. Denn wir erleben heute die tiefste Krise der Demokratie in der Nachkriegszeit. Und ich würde sagen, die Demokratie ist von zwei Seiten bedroht. Auf der einen Seite erleben wir mit Trump, meine Vorrednerinnen und Vorredner haben es ja angesprochen, wie sich
der Widerspruch von Kapitalismus und Demokratie, der ja unser Jahrhundert und das letzte Jahrhundert durchzieht, in Richtung eines autoritären Kapitalismus bewegt. Es ist immer so, dass es im Kapitalismus nie nur einen Ausweg nach vorne gibt, sondern es gibt auch einen zurück. Und ich glaube, die Trump und die Rechtspopulisten stehen für eine autoritäre Auflösung dieser Widersprüche, stehen bereit für einen autoritären Kapitalismus, der sich ganz stark stützt auf Rassismus, auf Nationalismus, auf Hass, auf Minderheiten. Und diese Bereiche werden praktisch, wird versucht, darüber einen neuen Konsens bestimmter Schichten und Klassen zu schmieden. Als Linke dürfen wir diese Entwicklung im Übrigen auf keinen Fall unterschätzen. Alle, die gedacht haben, der Trump macht es nicht wahr, was er angekündigt hat, oder da gibt es auch ein paar positive Elemente mit der NATO oder was der Teufel was, die sehen sich sehr getäuscht. Also ich glaube, vieles erinnert, auch wenn es keine faschistische Bewegung ist, durchaus an Entwicklungen in den 20er Jahren. Aber was völlig falsch wäre, jetzt einfach herzugehen, was Grüne machen, was Teile unserer Eliten machen, dass sie sagen, jetzt verteidigen wir eben die bestehende Rechtsstaatlichkeit und die parlamentarische Demokratie als gemeinsamsten kleinsten Nenner. Ich glaube, das wird nicht funktionieren. Und auf diesen Zug dürfen die Linken auch nicht einfach aufspringen. Denn ein Zusammenhang, der vor Jahren nur in kleinen linken Kreisen diskutiert wurde, ist mittlerweile zum Gegenstand des politischen Diskurses geworden. Die neoliberale Politik, die wir seit 25 Jahren vorherrschend haben, führt zu einer Aushöhlung der sozialen Grundlagen der Demokratie und hat damit auch praktisch einen sozialen Nährboden geschaffen für den Aufstieg der Rechten und der Rechtspopulisten. Die gesellschaftliche Basis dieses Demokratieabbaus ist in der Veränderung der Arbeitsgesellschaft zu suchen. Also die findet nicht nur im Überbau statt, sondern die findet eben auch im Unterbau der Ökonomie statt, in den sozialen Beziehungen, in der Arbeit selber. Da habe ich, glaube ich, ein bisschen eine andere Position über die Bedeutung der Arbeit. Im Finanzmarktkapitalismus werden hohe Profite durch sinkende Löhne, längere Arbeitszeiten und Arbeitsverdichtung erzielt. Prekäre Arbeit unterhöhlt die Organisationsmacht der Beschäftigten und führt im Übrigen zu ständigem Demokratieabbau in der Arbeit. Wenn wir einfach mal sehen, die Ausgrenzungen, prekäre Arbeiten, Leiharbeiten, befristete Arbeitsverträge, in Werkverträge, in strukturelle Unterbeschäftigung, hat nicht nur eine materielle, soziale Seite der permanenten Unsicherheit, sie hat auch viel mit dem Abbau von Demokratie am Arbeitsplatz zu tun. Befristete Leute können sich schwerer organisieren, vor allen Dingen können sie kaum streiken, weil sie grundlos ihren Arbeitsplatz verlieren können. Also in den Branchen, wo viele Befristungen sind, schwieriger für die Gewerkschaften, Streiks zu organisieren. Leute in Leiharbeitsfirmen tun sich schwer, Betriebsräte zu gründen oder Tarifverträge abzuschließen. Ebenfalls in Werkverträgen, das ist immer Tarifflucht, immer die Flucht vor gewerkschaftlicher und betriebsrätlicher Interessensvertretung und heißt, dass im Alltagserleben Rechtlosigkeit und Willkür immer stärker um sich greifen. Das erleben die Leute auch als materielle Gewalt tagtäglich. Und diese Prozesse dürfen wir auf keinen Fall unterschätzen. Wo habe ich denn jetzt das erste Blatt hier? Ich muss begreifen, dass da immer die Rückseite auch noch bedruckt ist. Und bedeuten praktisch permanenten Demokratieabbau. Wir könnten vielleicht sogar nur sagen, dass durch die Ausweitung von Marktkonkurrenz, durch Privatisierung, auch ein Demokratieabbau stattfindet. Nämlich dort, wo es um kommunale Demokratie geht. Wenn die Menschen immer, die kommunalen Vertreter oder auch die öffentlichen Vertreter immer über weniger zu entscheiden haben, ist das nichts anderes wie ein alltäglicher Abbau von Demokratie. Und die Kehrseite dieser Enteignung und Prekarisierung ist eine zunehmende Konzentration von Reichtum und eine stärkere Verschmelzung von wirtschaftlicher und politischer Macht. Das macht auch diese Krise des Überbaus der parlamentarischen Demokratie statt. Die Menschen haben das Gefühl,
dass sich wirtschaftliche Macht in so einem Ausmaß in politische Macht umsetzt, dass ja alle Parteien, außer würde ich jetzt mal sagen bei uns der Linken, keine andere Perspektive sehen, als nur noch die Verwertungsbedingungen des Kapitals möglichst günstig zu gestalten und sich in dieser Ausformung kaum noch unterscheiden. Das führt natürlich auch dazu, dass sie rechte Parteien mitwählen, um zu nicht nur, weil sie rechte und rassistische Meinungen haben, sondern weil sie auch provozieren wollen und mit dieser Vereinheitlichung quasi der etablierten Parteien durchaus nicht einverstanden sind. Und völlig klar, wenn in Deutschland das reichste Prozent das reichste Promille 16% des Vermögens besitzt und das reichste Prozent 30%, dann ist völlig klar, in welchem Ausmaß wir hier Konzentration von Reichtum und damit auch von politischer Macht haben, der wirtschaftlichen Eliten. Und ich glaube, das muss man begreifen, historisch, wirtschaftliche Macht und Machtkonzentration setzt sich immer in politische Macht um. Wer Demokratie herstellen will und mehr Demokratie, muss immer wirtschaftliche Macht beschränken, einschränken oder stark demokratisieren. In den USA ist natürlich dieser Prozess noch viel weiter fortgeschritten. Die Trump-Regierung ist Ausdruck dieser Tendenz im Übrigen zur Bildung einer neuen Oligarchie der Besitzer großer Vermögen, aber auch ihrer Widersprüche. Bestimmte Kapitalfraktionen der Öl- und Militärindustrie erhalten einen unmittelbaren Zugriff auf die staatliche Macht. Das ist im Übrigen was anderes wie der Faschismus, wo der Faschismus eigentlich die Wirtschaft, die politische Macht abgegeben hat. Jetzt tut die wirtschaftliche Macht direkt in den Staatsapparat eindringen. Das amerikanische Modell ist, dass sitzen quasi gar nicht mehr die parlamentarischen Vertreter der verschiedenen Kapitalfraktionen, sondern die Wirtschaft sitzt selber in der Regierung drin und bestimmt im Interesse bestimmter Kapitalfraktionen. Deswegen ist natürlich die Frage der Umverteilung des gesellschaftlichen Reichtums und die gesellschaftliche Kontrolle über die Formen seiner Verwendung, im Übrigen auch über die Formen seiner Produktion, eine Überlebensfrage der Demokratie. Die Demokratisierung der Wirtschaft wird eine Schlüsselfrage, um die Entwicklung zu einem autoritären Kapitalismus zu stoppen und eine progressive Lösung der tiefen Krise des neoliberalen finanzmarktgetriebenen Kapitalismus zu erreichen. Meine zweite These lautet, die fortschreitende Digitalisierung wird nicht von sich aus über den Kapitalismus hinaustreiben. Man kann in bestimmten Bereichen vielleicht die These teilen, dass hier die Entwicklung der Produktivkräfte gehemmt wird durch die Produktionsverhältnisse, was Herr Paul Mäsen in seinem Buch beschrieben hat. Ich glaube das nicht für die gesamte wirtschaftliche Entwicklung. Mit der Digitalisierung der Produktion werden auch von linksalternativen Kräften Hoffnungen verbunden. Fürs Erste wird aber der 3D-Drucker nicht die Trennung zwischen Kapital und Arbeit aufbrechen. Auch wenn wir bestimmte Waren in Zukunft vielleicht selbst designen und drucken können. Die Digitalisierung kann durchaus auch die autoritäre Veränderung des Kapitalismus beschleunigen. Es ist nicht gesagt, dass es mehr Freiheit gibt, es kann auch mehr Autorität geben. Ohne massive Veränderung, so meine These, der gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse zwischen Kapital und Arbeit wird die Digitalisierung die bestehenden Tendenzen der Prekarisierung, Entgrenzung und Spaltung der Arbeitsgesellschaft sowie der Aushöhlung der Demokratie verschärfen. Aber es würde natürlich zu kurz greifen, wenn wir sie nur als Bedrohungsszenario diskutieren. Die Steigerung der Arbeitsproduktivität und neue Formen der Produktion und Verteilung können auch Chancen eröffnen für stärker selbstbestimmtes Arbeiten und Leben und für neue Formen der Demokratie, die Alltag, Arbeit und Wirtschaft einschließen. Zunächst ist ja mal das Ausmaß der Umbrüche durch die Digitalisierung durchaus offen. Es gibt nicht nur die Zahl 48% oder 52%, es gibt auch Einschätzungen, dass es nur 12% sind. Wir fischen da, glaube ich, alle noch ein bisschen im Trüben, weil natürlich Computerisierung nicht die gesamte Produktion umfasst. Also wir haben heute nur noch 22% der Beschäftigten in Deutschland im industriellen Produktionsprozess, aber fast 80% im Dienstleistungsbereich.
Wir haben zum Beispiel 2 Millionen Menschen im Verkauf, im Einzelhandel und nur noch 2,5 Millionen Beschäftigte, einschließlich der Zuliefererindustrie, in der Automobilindustrie. Im Gesundheitswesen haben wir zum Beispiel 6 Millionen Beschäftigte. Also mehr als das Doppelte als in der Automobilindustrie. Das heißt, die strukturelle Zusammensetzung von Produktion und Verteilung und von öffentlicher Daseinsvorsorge ist heute eine völlig andere als vor 20, 30 oder 40 Jahren. Und wir haben heute einen Höchststand an Lohnabhängigen. Wir haben 43 Millionen Lohnabhängige, so viel wie noch nie. Wir könnten sagen, in Deutschland zumindest ist die Arbeiterklasse so groß wie noch nie, aber der industrielle Teil so klein wie noch nie. Also der Bezugsrahmen sollte von uns erweitert werden auf diese ganze gesellschaftliche Organisation der Arbeit, und nicht in allen Bereichen sind die gleichen Automatisierungsmöglichkeiten vorhanden. Und es ist auch nicht so, dass die Produktion nur Computer sind, sondern das ist ja gerade die Verschränkung der computerisierten und digitalisierten Arbeit mit mechanischen Maschinen oder mit anderen Dingen. Aber was durch die Digitalisierung entsteht, ist ein globaler Informations- und Kommunikationsraum, der von Unternehmen als eine Art eBay für Arbeitskräfte genutzt werden kann. Konzerne können in bisher unbekanntem Ausmaß international auf Arbeitskräfte zugreifen, ohne sie betrieblich zu binden. Die bereits entwickelnden Möglichkeiten von Crowdsourcing und Cloudworking verändern die Arbeitsbeziehungen dramatisch. Über Werkverträgen beschäftigte neue Scheinselbstständige fallen nicht unter Arbeitsrecht und Mitbestimmungsrechte oder Gesetze, nicht mal unter Tarifverträge. Sie sind aufgrund ihrer räumlichen Zerstreuung und projektbasierten Beschäftigung schwer zu organisieren. Derzeit gibt es auf Portalen wie Freelancer.com etwa 15 Millionen solcher Freelancer. McKinsey geht davon aus, dass es bis 2020 schon 160 Millionen sein könnten. Unter Bedingungen des Finanzmarktkapitalismus werden die Produktivitätszuwächse auch zu einem Wachstum hochtechnologischer Arbeitslosigkeit. Aber das Gerede oder die Einschätzung vom Ende der Arbeit durch Vollautomatisierung kann ich so nicht teilen. Ich glaube, wir müssen die Veränderungen begreifen, aber vorsichtig sein mit solchen Prognosen. Ich glaube, wir haben es mit der Digitalisierung eher mit einer Forcierung eines wachsenden digitalen Prekariats zu tun. Die Spaltungsprozesse, die wir heute schon als Kennzeichen quasi der Struktur von Produktion und Verteilung erleben, werden eher zunehmen. Und die, das, was ich beschrieben habe als Demokratieabbau, der Raum für Demokratie, wird sich neu definieren müssen. Und dazu brauchen wir natürlich Antworten. Ich könnte jetzt noch einen kleinen Exkurs machen, natürlich auf die Veränderungen, die sich daraus ergeben, dann bleibt mir aber zu wenig Zeit zur Wirtschaftsdemokratie. Aber natürlich wird aus so einer Branche wie der Maschinenbaubranche eigentlich eine Informatikbranche. Durch die digitale Vernetzung. Das wird natürlich zu völlig neuen Zusammensetzungen auch in der industriellen Produktion führen, auch zu neuen Qualifikationen und der Ausgrenzung von Qualifikationen, wie wir sie heute erleben. Ich vermute mal, dass zunächst der Anteil niedrig qualifizierter Jobs in der Logistik, im Transport, in Dienstleistungsgewerbe und so weiter wachsen wird. Auch hier wird eine weitere Entwicklung der Robotik zu Arbeitsplatzabbau führen, aber auf absehbare Zeit ist es nicht möglich, das voll zu automatisieren. Wir sehen ja auch, dass diese Arbeitsprozesse eher sogar zunehmen. Und ein Aspekt, der nicht unterschätzt werden darf, ist natürlich die elektronische Kontrolle, Messung und Überwachung, die es quasi der Kapitalseite ermöglicht, zu erkennen, wie sie mehr Arbeit aus buchstäblich jeder Minute rausholen kann. Also wir werden dort nochmal neue Möglichkeiten der Überwachung, Kontrolle und Arbeitsintensivierung erleben. Und wir werden erleben, dass es natürlich noch weitere Angriffe gibt auf Mitbestimmung, auf Arbeitsgesetze, auf Tarifverträge. Und die Tarifbindung, die heute schon
durchschnittlich unter 50% in der gesamten Gesellschaft ist, im Westen gerade noch 51%, im Osten 37%, läuft Gefahr, weiter zu sinken, wenn es keine linken und gewerkschaftlichen Antworten gibt. Die große Herausforderung für die Linke besteht darin, dass die Digitalisierung zum Wachsen eines heterogenen digitalen Prekariats führt. Dieses bildet sich aus abgestiegenen Facharbeitern, Prekären in einfachen Dienstleistungen, aber auch in der Kulturwirtschaft, in den sozialen Dienstleistungen, mit Übergängen zwischen unsicherer Beschäftigung, prekärer Solo, Selbstständigkeit und Arbeitslosigkeit. Dafür aber, so meine vierte These, müssen wir als Linke die Frage in den Mittelpunkt stellen: Wie wird der wachsende gesellschaftliche Reichtum verwendet? Wer entscheidet über die Formen der Arbeitsteilung, der Organisation, der gesellschaftlichen Produktion und Reproduktion, über Investitionen? Wirtschaftsdemokratie ist kein Ansatz, der schon per se über den Kapitalismus hinausgeht. Eine Kritik, die die Kommunisten immer an der Wirtschaftsdemokratie geübt haben, aber die immer zu kurz gegriffen hat, nach meinem Dafürhalten, weil sie ist ein Schlüssel für eine progressive Lösung der gegenwärtigen Krise, die die Möglichkeiten oder den Transferprozess eines Weitergehens in Richtung eines demokratischen und ökologischen Sozialismus eröffnen kann. Die Auseinandersetzung um die Gestaltung der Digitalisierung der Arbeit werfen die Frage einer Demokratisierung der Arbeit und Wirtschaft geradezu auf, ja, sie drängen sich geradezu auf. Wir sehen im Übrigen heute, dass wir schon sowas wie einen, wie sagen wir, im EU-Rahmen, wie einen planwirtschaftlichen Prozess von Großkonzernen und EU-Institutionen haben. Also wenn über Planwirtschaft diskutiert wird, wird in hohem Maße der Kapitalismus schon geplant, aber eben nicht im Interesse der Menschen, sondern im Interesse der Profitmaximierung. Wir können bei der wirtschaftsdemokratischen Diskussion durchaus Ansatzpunkte finden an die Diskussion der 60er Jahre, die irgendwie verschüttet gegangen ist, wo im Übrigen die Gewerkschaften noch Mitbestimmungskampagnen unter dem Slogan gemacht haben, von der Mitbestimmung zur Selbstbestimmung. Heute ist kaum noch was von der Mitbestimmung die Rede, aber auch nicht von der Selbstbestimmung, das ja genau der richtige Schritt wäre, und schon gar nicht von der Wirtschaftsdemokratie. Heute scheint es aufgegeben worden zu sein von den Gewerkschaften, dass man selber über Sinn und Zweck der Produktion verfügt oder dass man die überhaupt demokratisch organisiert. Wir können aber auch an Otto Sicks Konzept einer Wirtschaftsdemokratie ansetzen, das als Alternative zu Kapitalismus und bürokratischer Planwirtschaft gedacht war. Er beruht auf drei Säulen. Erstens genossenschaftliche und demokratische Eigentumsformen und demokratische Partizipation am Arbeitsplatz, gesamtwirtschaftliche Rahmenplanung, demokratische Investitionssteuerung und Verteilung des Reichtums, inklusive demokratischer gewählter Planungskommissionen und drittens Maßnahmen gegen die Kartellbildung. Ich glaube, man kann mit großem Interesse Sarah Wagenknechts Buch lesen, das lesenswert ist, aber genau diese Elemente, praktisch volkswirtschaftliche Steuerung, Wirtschaftsdemokratie, Klassenkampf, Stärkung der Gewerkschaften, überhaupt nicht behandelt. Das halte ich aber für einen ganz zentralen Ansatz, wenn man über Wirtschaftsdemokratie redet. Ich versuche, ein paar wichtige Säulen dieses wirtschaftsdemokratischen Konzeptes deutlich zu machen. Die erste Säule und das Herzstück einer erneuten Wirtschaftsdemokratie ist ein neues Normalarbeitsverhältnis. Ich glaube, wir können diskutieren, ob wir die Arbeit geringer schätzen, ob das noch eine größere Bedeutung hat oder nicht. Aber solange es sie gibt in diesem Umfang, müssen wir quasi sie so organisieren, dass die Menschen davon leben können, und zwar alle, und dass diese ganze Deregulierung und ganze Prekarisierung der Arbeit und Ausgrenzung der Menschen und der ganze Ausbau eines Niedriglohnsektors ins Zentrum der Auseinandersetzung
gestellt wird und dass wir diese Kämpfe um ein neues Normalarbeitsverhältnis absolut in den Vordergrund der Auseinandersetzung stellen müssen. Dazu gehört, wie gesagt, die Bekämpfung prekärer Arbeit und die Stärkung der Tarifbindung. Rechtlosigkeit und Willkür kann praktisch kein Bezug sein zur Herstellung demokratischerer Verhältnisse. Man muss das Gegenteil machen. Man muss quasi eine Regulierungsoffensive machen und dadurch auch wieder die Basis für mehr Demokratie am Arbeitsplatz schaffen. Das Zweite ist natürlich, wenn wir so einen Produktivitätsschub haben, wie es jetzt zum Teil beschrieben wird, mal mehr oder weniger ausgeformt, dann haben wir in der Tat völlig neue Möglichkeiten, quasi, dass die Arbeit in hohem Maße, also dass das Leben in hohem Maße nicht mehr um die Arbeit kreist, sondern die Arbeit stärker um das Leben kreisen könnte. Also wir könnten ohne Probleme ein neues Normalarbeitsverhältnis zwischen 28 und 30 Stunden definieren. Das wäre auch heute schon möglich, weil wir haben ja zwei auseinanderdriftende Entwicklungen. Auf der einen Seite haben wir immer stärkere, prekäre, strukturelle Unterbeschäftigung. Leute, die mit 10-Stunden-Verträge bei H&M arbeiten oder in unfreiwillige Teilzeitarbeit machen, insbesondere viele Frauen. Und auf der anderen Seite haben wir eine strukturelle Überbeschäftigung. Wir haben eine Masse Menschen, die entgrenzt arbeitet, mit 50, 60 Stunden nicht hinkommt und daheim noch den iPad und das iPhone bedienen muss, um immer an die Arbeit rund um die Uhr angebunden zu sein. Da wäre es völlig richtig, das zum Ausgangspunkt zu nehmen, eine neue Normalität zu formulieren. Die neue Normalität könnte locker um die 30-Stunden-Woche kreisen, bei vollem Lohnausgleich, der übrigens schon längst verdient wird. Das würde im Übrigen tatsächlich zu einer neuen Definition im Verhältnis Arbeit und Leben führen und könnte ein neuer kultureller Aufbruch sein. Natürlich müssen wir im Zuge der Digitalisierung auch einen Teil dieser gewonnenen Zeit verwenden für die Weiterbildung der Menschen, damit sie nicht deklassiert und dequalifiziert werden. Das heißt, wir müssen völlig neue Rechte praktisch zur Bildung und Weiterbildung auch der Erwachsenen, der erwerbstätigen Bevölkerung entwickeln und hätten die Möglichkeiten und die Zeit dafür. Die zweite Säule der Wirtschaftsdemokratie wären demokratische Unternehmen. Und das bedeutet natürlich eine massive Ausdehnung der Mitbestimmung auf alle Fragen der Geschäftspolitik. Wir haben jetzt gerade gesehen, der geplante Verkauf von Opel an Peugeot. Die Beschäftigten haben keinerlei Vetorechte, die müssen nicht mal informiert werden, die Gewerkschaften werden nicht informiert, die Betriebsräte nicht. Sie haben keinerlei Rechte, obwohl zum Schluss Zehntausende von Arbeitsplätzen verloren gehen werden. Da müssen wir quasi eine Ausdehnung haben auf die wirtschaftliche Ebene. Betriebsänderungen, Outsourcing, lauter Prozesse, die die Arbeit massiv verändern, dürfen nicht abgehen ohne Vetorechte der Beschäftigten und ihrer Interessensvertretungen. Die Mitbestimmungsrechte heute greifen vielfach nicht mehr auf outgesourcete Bereiche, auf personelle Maßnahmen, die mit der Deregulierung zusammenhängen. Hier brauchen wir praktisch eine Erweiterung sowohl der Mitbestimmungsrechte auf der institutionellen Ebene wie auch auf der Ebene des einzelnen Arbeitsplatzes. Und wir brauchen eine Erweiterung praktisch des Streikrechts, und insbesondere die Möglichkeit, Solidaritätsstreiks zu machen. Weil sonst ist die strukturelle Machtlosigkeit der Gewerkschaften immer größer. Die dritte Säule, die wir brauchen, ist eine demokratische Rahmenplanung und Wirtschaftslenkung für einen sozial-ökologischen Umbau. Es geht um Rückeroberung, Aneignung und Ausweitung der öffentlichen Infrastruktur. Es kann an Bewegungen und Diskussionen der letzten Jahre um Gemeingüter ansetzen, Bildung, Gesundheit, Pflege, Wohnen, Mobilität als Gemeingüter, die nicht dem Markt überlassen werden dürfen. Weder dürfen sie privatisiert werden, sie müssen zurückgeholt werden, aber auch wenn sie in öffentlicher Hand sind, darf eben Gesundheit, Bildung, Pflege, öffentlicher Personennahverkehr und vieles andere nicht den Gesetzmäßigkeiten von Markt und Wettbewerb unterworfen werden.
Ich will nicht, dass meine Kinder wettbewerbsgerecht erzogen werden und dass meine Freunde profitorientiert behandelt werden in den Krankenhäusern. Und deswegen müssen wir quasi die Bereiche in der Gesellschaft massiv stärken, die nicht der Profitwirtschaft unterliegen. Und müssen dafür sorgen, dass alle Bereiche der öffentlichen Daseinsvorsorge bedarfsorientiert gestaltet werden. Und auch dort hätten wir natürlich die Möglichkeit, dort sie auch demokratisch zu gestalten, nicht nur von der Beschäftigtenseite her, sondern auch praktisch von der Konsumenten- oder Patienten- oder Bewohnerinnenseite her demokratisch zu gestalten. In zum Beispiel in der Gesundheitsversorgung könnte man gemeinsame regionale Räte bilden zwischen Patientenvertretungen, zwischen Gewerkschaften, zwischen kommunalen Akteuren, die tatsächlich Konzepte entwickeln, einer präventiven Gesundheitsversorgung, einer Verbindung psychosozialer Gesundheitsversorgung und der klassischen Gesundheitsversorgung und praktisch einer wohnortnahen Versorgungslage. Das ließe sich quasi in einem öffentlichen Raum tatsächlich demokratisch gestalten, wirtschaftsdemokratisch gestalten, und wir könnten da auch die Investitionen hinlenken. Also man könnte dafür sorgen, dass die Investitionen in der Gesellschaft eben nicht nur profitorientiert verwendet werden, sogar nicht in erster Linie, sondern bedürfnisorientiert eingesetzt werden. Ich darf mal erinnern, dass wir da gerade ein 100-Milliarden-Programm aufgesetzt haben, als Forderung, leider nicht zum Verteilen, das ist ja das Schicksal linker Politik. Es steht mehr auf dem Papier, als wir dann wirklich hinkriegen. Wir könnten das Gleiche machen durch eine neue Gemeinnützigkeit im Wohnungssektor. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wohnen darf nicht Spekulations- und Profitinteressen unterliegen. Das bedeutet aber auch, dass man weg muss beim sozialen Wohnungsbau von steuerlicher Begünstigung für Privatinvestoren. Also man muss Wohnen quasi in öffentliche und genossenschaftliche Hand legen. Und damit muss es auch Bestandteil quasi der Bürgerdemokratie vor Ort werden. Der Genossen in diesen Genossenschaften oder der öffentlichen Akteure. Also dort könnte man praktisch öffentliches Eigentum mit quasi wirtschaftsdemokratischen Ansätzen und mit einer entsprechenden Investitionslenkung oder Investitionspolitik verbinden. Das Gleiche gilt für die horrende Aufgabe praktisch eines notwendigen sozialökologischen Umbaus. Wir können nicht so weiter produzieren, wenn man nur ein bisschen die Klimaveränderungen anguckt, wenn man den Ressourcenverbrauch anguckt, ist dringend geboten, sozialökologischen Umbau massiv anzugehen. Der Unterschied zwischen linker Ökologiepolitik und grüner ist, dass wir nicht an den grün angestrichenen Kapitalismus glauben, sondern der Kapitalismus hat in seiner Natur, dass er die sozialen Kosten auf die Gesellschaft externalisiert und die ökologischen Kosten auf die Natur. Und deswegen muss man im Produktionsprozess selber schon ansetzen und im Verteilungsprozess, wenn man einen sozial-ökologischen Umbau hinkriegen will, und nicht erst bei den Erfolgen. Und das heißt eben auch, dass ein massiver Umbau erfolgen muss der bestehenden Produktionsweise und der bestehenden Verteilung der Produktion. Und dazu gehören für uns staatliche Unterstützung für sozialökologische Modernisierung, ökologische Konversion in Form von Zukunftsfonds, die eingerichtet werden müssen und die dann demokratisch unter Einbeziehung quasi der beteiligten Akteure über deren Verwendung entschieden werden muss. Zum Beispiel, dass Betrieben, die Konkurs gehen oder die vor wirtschaftlichen Schwierigkeiten sind, nur geholfen wird, wenn quasi die Belegschaft Eigentümer wird. Ich habe jetzt vorgeschlagen, bei dieser Peugeot- und Opel-Geschichte, die können noch so viele Beschäftigungsgarantien geben, das ist völlig witzlos, die Standorte werden geschlossen, weil du nicht, es geht um eine Kapazitätsbereinigung. Anstelle quasi über die Sachen zu diskutieren, könnte man wirklich Opel vergesellschaften und draußen modernen Mobilitätsbetrieb machen unter öffentlicher
Kontrolle, die quasi zukünftige ökologisch verträgliche Verkehrskonzepte entwickeln. Ich glaube, das wäre deutlich besser und im Interesse auch der Arbeitsplätze, als jetzt quasi künstlich Standorte zu erhalten, die gar nicht gebraucht werden, weil viele Überkapazitäten existieren. Es wäre, glaube ich, auch ein wirklicher Schritt nach vorne, also wenn das Gewerkschaften aufgreifen könnten. In Leitungsgremien solcher Zukunftsfonds müssten eben neben öffentlichen Vertretern, Parteien, Regierungsvertretern, Vertreter von Gewerkschaften, Umweltverbänden, Expertinnen für Gemeinwirtschaft und viele andere mehr, um quasi so demokratische Strukturen in diesen Entscheidungsprozessen auszubauen. Wir bräuchten Zukunftslabore, zum Beispiel, was ich gerade beschrieben habe, für die Zukunft der Mobilität. Wir bräuchten als vierte Säule dieser Wirtschaftsdemokratie so etwas wie eine Förderung einer sozial-ökologischen Gemeinwirtschaft. Das heißt, die Banken, insbesondere die Landesbanken und Sparkassen, müssten ausgerichtet werden, eine sozial-ökologische Kreislaufwirtschaft zu befördern. Ich will nur mal das Beispiel machen, wir transportieren Joghurt von Flensburg bis Garmisch-Badenkirchen, obwohl der Joghurt, der in Garmisch-Badenkirchen hergestellt wird, genau gleich schmeckt wie der in Flensburg, auf keinen Fall schlechter oder besser. Es hat nur einen einzigen Grund, weil wir so eine hohe Konzentration im Einzelhandel haben, mit so einer enormen Einkaufsmacht, dass die quasi massenhaft diese Joghurt einkaufen und der Transport keine Rolle spielt. Und die ökologischen Kosten können auf die Gesellschaft abgewälzt werden. Und natürlich kannst du dort viel dezentralere Einkaufs- und Produktionsstrukturen machen, also wo Produktion und Verkauf praktisch integriert werden, ohne diese ganze ökologische Belastung zu haben. Aber zu meinen, das könnte man haben, ohne an die Eigentumsstruktur der Einzelhandelsbetriebe reinzugehen und an deren Macht, ist natürlich eine vollkommene Illusion. Ja? Also man muss dort andere Strukturen mit aufbauen, man muss dann natürlich Genossenschaften fördern, Konsumgenossenschaften, man muss Wirtschaftsförderung in einem anderen Sinne machen und man muss natürlich auch Grundlagenforschung machen zu solidarischer Ökonomie. Man muss die Förderung der Gemeinwohlökonomie ins Grundgesetz setzen. Das wäre besser wie die Schuldenbremse, glaube ich. Also wenn man das machen würde. Man muss jetzt, glaube ich, ein bisschen abkürzen. Ihr seht, wir haben da viele Ideen. Wir bräuchten praktisch Einstiege in so ein Wirtschaftsdemokratiekonzept. Die Einstiege müssten sein Vergesellschaftung des Eigentums in den Schlüsselindustrien, Beförderung öffentlichen und genossenschaftlichen Eigentums und in einer radikalen Umverteilung und Verkürzung der Arbeit und in der Demokratisierung quasi der Ökonomie selber. Meine abschließende These, weil wir ja auch nach den Akteuren gefragt wurden, ja, um die wir diskutieren sollen. Ich glaube, es gibt heute schon eine Menge sozialer und ökonomischer Kämpfe, die dort Ansätze und Andockmöglichkeiten aufweisen. Zum Beispiel Amazon ist ein exemplarischer Kampf gegen die geradezu demokratiefeindlichen Züge und gegen Union-Busting und gegen die Überwachung, die ständige Überwachung jeder Arbeitsschritte. Dahinter stecken tiefe Bedürfnisse. Die ganzen Streiks im Sozial- und Erziehungsbereich geben wieder, dass sich die Frauen nicht mehr damit abfinden wollen, dass soziale Arbeit so gering geschätzt wird. Dahinter steckt auch eine Debatte, welche Bedeutung denn soziale, öffentliche Arbeit in unserer Gesellschaft hat und welche Bedeutung quasi die öffentliche Struktur und die öffentliche Daseinsversorgung hat. Es gab im Zusammenhang mit dem Schlecker-Konkurs auch bei anderen Beispielen, leider bei Opel Bochum zu wenig, aber auch dort gab es immer wieder Debatten praktisch über genossenschaftliche Formen der Belegschaftsübernahme dieser Betriebe. Wir werden im Zuge der weiteren ökonomischen Verschärfung erleben, dass mehr Bereiche Konkurs gehen, dass es gewaltige strukturelle Umschichtungen geben wird. Ich glaube, das bietet Ansatzpunkte,
belegschaftseigene, genossenschaftliche Betriebe stärker in den Fokus zu rücken, was im Übrigen eine ganz wichtige Kampfform um mehr Demokratie wäre und im Übrigen auch eine ganz wichtige Kampfform um neue Eigentumsformen. Ich glaube, wir müssen schon begreifen, Verstaatlichung allein ist kein Sozialismus, sondern Sozialismus heißt schon, dass die Menschen selber quasi sich die Gesellschaft aneignen und auch die gesellschaftliche Produktion und Verteilung aneignen. Und dazu sind, glaube ich, solche Ansatzpunkte der betrieblichen und gesellschaftlichen Selbstverwaltung ungeheuer wichtig. Und wir erleben gerade in den letzten Jahren mit Occupy, aber auch mit den vielen hunderttausend Leuten, die gegen TTIP und CETA auf die Straße gegangen sind, das sind ja in Wirklichkeit auch Demokratiebewegungen. Das sind Bewegungen, die sich dagegen wehren, dass einige wenige Wirtschaftsakteure quasi die Parlamentarier, die parlamentarischen Demokraten oder die Regierungen vor sich hertreiben können und alles deren Interessen und Bedürfnisse untergeordnet werden kann. Ich glaube, dass es eine ganz wichtige linke Aufgabe ist, diese verschiedenen Formen, die jetzt nur angedeutet wurden, der Auseinandersetzung in der Gesellschaft, der Kämpfe, der neuen Streiks, es gibt auch, was ich vorher mit der Arbeiterklasse beschrieben habe, spielt sich ja auch in den Streiks wieder. Im industriellen Bereich wird ganz wenig gestreikt. Wenn ihr die Öffentlichkeit anguckt, dann wird im Bewachungsgewerbe gestreikt, wird in der Ernährungsindustrie gestreikt bei Coca-Cola oder wird im Einzelhandel, im öffentlichen Sektor gestreikt. Das sind ganz andere Streikbewegungen, als wir sie in den 60er oder 70er Jahren haben. Ich glaube, da anzudocken und das mit den wirtschaftsdemokratischen Vorstellungen zu verbinden und auch diese Kämpfe miteinander zu verbinden, könnten tatsächlich die Möglichkeit für einen Sprung nach vorne eröffnen und eine klare Alternative sein zum Neoliberalismus und zum autoritären Kapitalismus à la Trump und Co. Ja, vielen Dank auch dir, Bernd. Ich würde jetzt erstmal euch beiden hier vorne die Möglichkeit geben, aufeinander Bezug zu nehmen, vielleicht zwei, dreimal und dann auch euch im Publikum das Wort erteilen. Paul, ich würde dich gerne vielleicht als erstes jetzt was fragen. Und zwar, du hast ja sehr stark gemacht, dieses Moment, dass die Linke sozusagen eine attraktive Alternative braucht und dass es sozusagen wir da irgendwie was anbieten müssen, um aus dieser Schockstarre sozusagen rauszukommen. Ich glaube, da gibt es wahrscheinlich irgendwie wenig Dissens, obwohl mich bei deiner Diagnose, dass wir die Arbeit nicht so wichtig nehmen sollen, eigentlich ein bisschen gewundert hat, dass ja gerade in den letzten Jahren wahnsinnig viele gesellschaftliche Kämpfe, gerade linke Kämpfe, sich nicht um Arbeit gedreht haben, sondern eigentlich wachsend Fragen von Lebensweisen, Wohnen und so weiter irgendwie auch im Zentrum gestanden sind. Also das würde mich interessieren, wenn du vielleicht dazu was sagst. Aber ansonsten fände ich es noch interessant, wenn du rekurrierst ja in der Begründung für deine Perspektiven doch sehr stark auf diese innersystemischen Transformationspotenziale sozusagen und dass der Kapitalismus einfach neben dem vergesellschafteten Wissen keine Chance mehr hat. Wie stellst du dir, Bernd hat jetzt nochmal am Ende vor allen Dingen sehr stark auf so, was wir oft Einstiegsprojekte nennen, also sozusagen die konkreten Schritte, die jetzt zu gehen wären, um da anzukommen, wo wir vielleicht möglicherweise gemeinsam hinwollen. Das fände ich jetzt nochmal interessant, wenn du da ein bisschen was zu sagst, was so deiner Ansicht nach eigentlich die Kämpfe wären, die geführt werden müssen und vielleicht auch, wo du da Differenzen siehst zu dem, was Bernd jetzt so skizziert hat. Okay, I think the movement that we will construct will be constructed out of the two sides of the debate we've had here. Let me tell you about how it feels in a country where there is much more precarious work, much less regulation of the workforce. What has happened is that, especially for young workers, they have accepted large parts of the precarious existence
And we are now on the second generation of precarious workers. When we talk to them about our traditional program, which is about raising wages, cutting hours, increasing one's rights at work, they often say, don't worry about my wages. They're so low that a 5 or 10% increase would make no difference to me. What they want are society-level solutions that give them a lot more freedom at work and agency in the philosophical sense. What they want, above all, is cheap basic services. So in the sense that if they say, if you could make my train ride to work cheap, Britain has the most expensive transport system in the world, in the developed world. If you could, they live two to a room, no longer two to a house, two to a room, not with someone that they like, someone they don't know. They are sleeping on the floor. They want cheap housing. Their education is £9,000 a year to go to university, £27,000 to leave university. To do what? To get another job at Starbucks, to get another job in a precarious PR agency. So what they can't see is a route back to the orderly world of the Opel factory. Yeah? They just can't see it. This is very specifically true of the educated worker. Not, you know, everybody with low wages and high manual work is overwhelmed with work. You know, the cleaner is over, the Amazon fulfillment center worker is overwhelmed with the amount of work they have to do. But the educated graduate has changed the balance in their minds between what they wish to achieve at work and what they wish to achieve beyond work. And my concern is I don't think we can drag them back into a project which is all focused around a work that they don't really even ultimately value. So I think, I've been thinking while you were speaking, well, what could we do? What would we do in common? The interesting thing is what the left critique of normal social democratic trade unionism is that it never looks beyond the workplace to society and the state itself. The only German words everybody knows from Lenin are the words nur Gewerkschaftlerei. That pure trade unionism is never enough. And it's interesting that the precariat, when we talk to them in Britain, are also very focused on what the state can do for them. They're very not focused on what they can do for themselves at work. Even people like we've had big strikes or insignificant strikes of Uber, Deliveroo, cinema workers who are all young salariat people. So they say, we need you to do something that transforms my ability to live in this precarious state from a painful state to one that is survivable, because I myself want the ability to swap in and out of roles in a way that my father's generation didn't do. Platform cooperatives, I think, are a good thing for left parties to back. That is, or alternatives to Uber, or alternatives to Airbnb, regulated, controlled by the workers themselves, done in a socially responsible way, are one thing that we can do. So I think it's coming up, actually, with a series of concrete reforms. One final thing I would say, because we're talking also about the experience of work. The precarious worker and the unorganized worker has one thing happening to them that I think the official discourse about work doesn't see. That is, they work under the constant threat of violence. It's not often understood that verbal violence, i.e. bullying, and the threat of physical violence is not far away from you in the British construction industry, in the cleaning industry, driving. You are always, and what I mean by that is not that some guy is going to come out and hit you in the face, but that some guy is going to come out and say, this is a real story told to me by an ex-miner, a miner who was on strike in the 84 strike, who became a truck driver. I said, what's the biggest problem? He said, biggest problem is I drive to a place where they weigh my truck.
A guy comes out I've never seen before and he says, you have one brake light is missing on your truck. Give me £50 now or you never come back to this place. You're effectively sacked. You have to give the money. You lose your day's wages. We don't realise how prevalent this is, this coercive threat in a precarious economy. Now, here's where I think the state and trade unions and social democracy and even liberalism can do something. We must impose the rule of law at work. This is almost the new aim of trade unionism. To say, you have the right, Mr. Driver, to take a picture of this guy and post it immediately to an agency of the state, which will come immediately and stop this. I'm afraid if you said that to millions of British precarious workers, they would just laugh at you because their everyday experience is that this is impossible. It is impossible to impose the rule of law at work because there is lawlessness, there is coercion, and there is this implicit threat. I know that in large parts of German industry, because you have called to determination, because you have had a strong labour movement and ours was defeated, that this might seem very unusual to you, but all I'm trying to say is that it seems very difficult for that generation then to buy into a utopia based on something that they spend all their lives trying to sort of forget and move away from and place in a box that are called not very valuable, i.e. work. And I think, of course, you are right. Half of all jobs are not going to be automated. Half of all jobs are completely susceptible, actually, to trade unionism. Trade unionism is growing in human-to-human services. We have strong trade unions in Britain in the civil service. We have strong trade unions in the IT sector. Also, of course, in all the traditional ones, the engineering. There are 1.3 million health workers in Britain, and it's one of the most densely trade unionised in the world. But, of course, 9 out of 10 of them work for the state and cannot be attacked in this inhuman and barbaric way that private sector workers are. So, of course, we must deepen what trade unionism is. But I also think that the job of a left party is to promote immediate reforms that can take place and transform the lives of precarious workers without necessarily ending the precariousness. And this is a big leap in the British labour movement. Many trade union leaders don't accept this. They would like to simply bring all precarious work into the position of being non-precarious. But I think for now we are stuck trying to do both. And we can draw, those workers themselves in the precarious industries. In many, almost in every case, there has been the intervention of some kind of non-traditional activist group. I don't mean the far left either. I mean, for example, even though the British Trade Union Unite has really, really supported the strikes of migrant cleaners, some of them went so far to form a purely migrant cleaners organisation separate from the union because they just didn't feel supported enough. Likewise, there have been anarcho-syndicalist trade unions of cycle ride, cycle couriers, who pull off successful strikes. They then move to the cinema sector and then they use a normal trade union. It's really interesting that they have this almost like the industrial workers of the world in the United States in the pre-1914 period, that there is this propensity to adopt quasi-syndicalist or anarcho-syndicalist methods because they never feel trade unionism moves fast enough to represent them. Okay, thank you. Bernd, sozusagen das Bild, was Paul da von sozusagen der Gewerkschaftsbewegung zeichnet, kannst du dich da wiederfinden oder wie würdest du sozusagen die Praxen, die es gibt und die wir vielleicht auch noch weiter ausbauen müssen, beschreiben? Naja, ich würde auch erstmal die Gemeinsamkeiten suchen. Die Gemeinsamkeiten bestehen schon darin, dass ich überhaupt nicht quasi dem Gewerkschaftertum das Wort geredet habe. Und diese Position, dass wir quasi eine öffentliche Infrastruktur ausbauen müssen, gebührenfreie Kitas, gebührenfreier öffentlicher Personennahverkehr, die allen Menschen quasi einen bestimmten Lebensstandard ermöglichen, auch wenn sie keinen Zugang quasi zur geregelten Erwerbsarbeit haben. Diese Ansätze halte ich vollkommen für richtig. Wir haben sogar in unserem
Manifest den Gedanken des Infrastruktursozialismus entwickelt. Ich weiß, dass es ein bisschen verkürzt ist, aber da steckt natürlich was drin, dass dieser Bereich, der quasi nicht profitorientiert organisiert werden darf, sondern nach den Bedürfnissen der Leute und Interessen organisiert ist, wirklich ausgebaut werden muss. Das muss dann aber auch nur unter Bestandteil sozialer Kämpfe und Auseinandersetzungen möglich. Wir haben ja solche Kämpfe für die Rückvergesellschaftung von Energieversorgung, ja, in Hamburg durch Bürgerentscheide oder gegen die Privatisierung von Krankenhäusern oder für die dezentrale Energieversorgung in Stadtwerken. Es gibt ganz viele solcher Ansätze, wo wir tatsächlich an gesellschaftlichen Auseinandersetzungen ansetzen können. Wo ich zentral widersprechen würde und diese Position auch keinesfalls teile, dass die prekären Beschäftigten kein Interesse mehr haben, quasi in geregelte Arbeit, wie man sie unter dem Fordismus oder sonst was beschrieben hat, zurückzukehren. Vielleicht nicht in die klassische Form, aber natürlich haben sie die tiefe Sehnsucht, in solche geregelten Arbeitsverhältnisse zu kommen. Also wer mal quasi flexibel unter ständiger Unsicherheit gearbeitet hat, der will bei uns einen unbefristeten Arbeitsvertrag. Das sind sogar Bestandteil ganz konkreter Kämpfe und Auseinandersetzungen. Wer praktisch keine Lohnfortzahlung mal gehabt hat, der ist froh, wenn er Lohnfortzahlung hat und weiß, was er zu verteidigen hat, wenn das in Tarifverträgen oder im Gesetz drinsteht. Das ist genauso wichtig, wie wenn dass ich ins Krankenhaus gehe und nicht den Geldbeutel zücken muss, sondern das über meine Krankenversicherung abwickeln kann. Also das halte ich für einen falschen Ansatz. Ich glaube, dass quasi die direkten Auseinandersetzungen zwischen Beschäftigten und Kapital nach wie vor eine ganz große Rolle spielen. Und ich könnte an ganz vielen Beispielen beweisen, auch in meiner eigenen Gewerkschaftsgeschichte, dass sich Prekäre organisieren lassen und dass sie Kämpfe führen, in der Lage sind, Streiks zu führen, auch ohne im Übrigen Bündnisse einzugehen mit Kernbelegschaften, die aber positiv wären, wenn man das schafft. Aber ich finde, die Prekären sollen nicht darauf warten, bis die Kernbelegschaften sich endlich um sie kümmern, sondern sich durchaus selber organisieren. Und man muss auch den Begriff des Prekären sauberer diskutieren. Also eine Verkäuferin in Vollzeit ist nicht unbedingt prekär. Aber eine Verkäuferin in Teilzeit, die alleinerziehend ist, arbeitet und lebt prekär. Das heißt, die Leute im gleichen Betrieb mit der gleichen Tätigkeit sind prekär und in der Grauzone zum Prekären und können durchaus gemeinsam um bessere Arbeitsbedingungen und bessere Verhältnisse erkämpfen. Und diese Kämpfe, die wir erleben, egal ob das Erzieherinnen, Verkäuferinnen oder die Leute bei Amazon sind, und das sind ja lange Streiks, viel länger wie die Metallarbeiterschaft in den 60er oder 70er Jahren geführt hat. Viele dieser Beschäftigten haben 30, 40, 50, 60 Streiktage auf dem Buckel, weil sie natürlich eine schwächere Position haben als Industriearbeiter. Aber da laufen wirklich tatsächlich ganz harte Kämpfe ab. Und alle diese Kämpfe sind um Regulierung. Die sind nicht das Prekäre erträglicher zu machen, sondern sie richten sich quasi gegen die Prekarisierung und für eine Regulierung und Planbarkeit ihrer eigenen Arbeit und damit auch ihres eigenen Lebens. Und da würde ich sagen, dass es eine ganz wichtige Aufgabe ist, für linke Politik diese Kämpfe zu befördern und nicht zu sagen, das sind doch Illusionen und es gibt kein Zurück. Warum sollen wir unter heutigen Bedingungen nicht viel mehr und besser regulieren können als früher? Wir haben einen viel größeren Reichtum und haben viel größere Möglichkeiten. Also das würde ich den Leuten nicht einreden. Das ist, glaube ich, eine falsche Orientierung. Wo ich aber zustimme, ist, dass diese Kämpfe und Auseinandersetzungen sehr viel stärker quasi mit der politischen Auseinandersetzung verbunden werden müssen. Also man sieht eben, dass in diesen fragmentierten, ausgesourcten Betrieben mit viel Leiharbeit und vielen unterschiedlichen Beschäftigungsgruppen allein die gewerkschaftliche Regulierung durch Tarifverträge nicht mehr ausreichend greift.
Und deswegen brauchen wir dort politische Regulierung, entsprechende Mindestlöhne, dass zum Beispiel sachgrundlose Befristungen abgeschafft werden. Sowas, dass Gewerkschaftsrechte gestärkt werden, sowas ist nur auf dem politischen Feld möglich, nicht alleine über betriebliche oder tarifliche Auseinandersetzungen. Und dazu brauchst du politische Akteure und brauchst auch eine politische Partei, die diese Auseinandersetzungen bündelt und tatsächlich einen politischen Kampf um Regulierung und Demokratisierung der Arbeit und der Produktion führt. Und diese Kämpfe verbindet mit dem, was ich ganz richtig finde, mit einem Ansatz für einen offensiven Infrastruktursozialismus. Da es jetzt schon 8 Uhr ist und auch schon manche Leute gehen, möchtest du noch mal direkt auf Bernd oder sollen wir mal eine Runde im Publikum machen? Ja, okay. Habt ihr die Mikro? Dann würde ich jetzt euch bitten, euch zu melden, wenn ihr was Fragen diskutieren, beitragen wollt. Jetzt muss ich eine Brille anziehen. Ja, genau. Wir sammeln jetzt mal so 3-4 Beiträge und dann holen wir das wieder nach vorne. Erst hier mit den Karo, dann hier vorne und da hinten an der Säule. Wenn sich Frauen melden, mache ich eine Quotierung. Paul Mason, do you think that Jeremy Corbyn and John McDonnell, without the economic pressure of the neoliberal European Union, will be successful in creating a more social society? And can they maybe be an example for the rest of the European Union? Herr Dixinger, viele reden jetzt vom bedingungslosen Grundeinkommen, auch Katja Kipping zum Beispiel und Yannis Varoufakis und sicher David Precht haben davon geredet, dass es eigentlich die einzige Lösung ist, um etwas gegen die Arbeitslosigkeit infolge der Digitalisierung zu machen. Und ich glaube auch, dass es das prekäre Arbeitsverhältnis auflösen würde, weil es zu einer Konkurrenz kommen würde, nicht zwischen den Arbeitnehmern, sondern zwischen den Arbeitgebern, die sich dafür einsetzen müssten, dass sie wirklich Arbeiter bekommen können, weil es sich sonst ja nicht mehr lohnt zu arbeiten. Und was mir aufgefallen ist, war auch noch im öffentlichen Sektor, finde ich, dass die Politik auch entbwlisiert werden müsste. Also was man sieht zum Beispiel jetzt in dem VW-Skandal, dass die SPD-geführte Landesregierung von Niedersachsen uns auch alle hier verarscht und im Prinzip auch nicht anders handelt als Konzerne wie Apple oder so. Genau. Ja. Okay, vielen Dank. Jetzt Rainer Fischbach. Ja. Ich war etwas verwundert über dieses Bild, was da gezeichnet wurde von der Maschine, die so nach dem Modell von Copy und Paste sozusagen beliebig viele Produkte produziert. Also ich habe seit Jahrzehnten mit der Entwicklung und dem Betrieb von industrieller Software zu tun. Noch nicht mal bei Software stimmt das, nicht schon um Software am Laufen zu halten, also ich rede jetzt von signifikanter Software, ja. Das kostet eine Menge Geld, also nur um sie am Laufen zu halten. Noch mehr Geld kostet es sie, unter sich verändernden Anforderungen am Laufen zu halten. Ja. Und noch mehr trifft es natürlich zu, wenn man jetzt nicht nur von Software redet, sondern von den realen Maschinen, die solche Software steuern. Nicht? Weil Maschinen nutzen sich nun, also Software nutzt sich nicht physisch ab, aber auf andere Weise, das kann man theoretisch ziemlich genau begründen. Es gibt sowas wie Softwarealterung, there is Software Aging. Ja. Und erst recht natürlich für physische Maschinen. Nicht? Also das ist ein Bild, was so einfach nicht stimmt und auch Bernd Rixinger hat ja so angedeutet, Maschinenbau wird dann sozusagen zu der Art von Informatik. Das wird Maschinenbau niemals werden,
weil man muss immer noch was von Maschinenbau verstehen. Da führt kein Weg dran vorbei. Und auch diese wunderbaren Modellierungs- und Simulationssoftware, die wir heute haben, man muss immer noch dazu in der Lage sein, die richtigen Fragen an solche Software zu stellen. Und davon muss man wirklich was verstehen von den Dingen. Also das Bild, was da gezeichnet wird, das geht ein bisschen an der Realität vorbei. Ja. Ich glaube, dass man das mal laut sagen muss, weil wenn ich so die ganze linke Diskussion höre, habe ich immer das Gefühl, da reden zu viele Leute, die noch nie einen Industriebetrieb von innen, geschweige denn eine Entwicklungsabteilung von innen gesehen haben. Danke. Jetzt der Mann da an der Säule. Da. Dankeschön. Mir sind 4 Punkte aufgefallen aus den beiden Referaten, zu denen ich zum Teil Nachfragen habe. Das erste ist die These, dass Wirtschaftsdemokratie zentral sei für eine Perspektive gegen die Gefährdung des demokratischen Projekts der Moderne oder der Demokratie heute. Die halte ich für richtig. Ich glaube auch, dass sie von beiden Referaten getragen wird, aber mir ist bei Paul Mason ein bisschen offen geblieben die Frage, was er eigentlich zu entsprechenden demokratischen Ansätzen wirklich sagt, über die These, dass die Digitalisierung aus sich heraus sozusagen über den Kapitalismus hinaustreibe. Das ist dann schon der zweite Punkt, diese These der inneren Logik der Digitalisierung der gesellschaftlichen Arbeit. Da habe ich so ein bisschen meine Probleme damit, weil für mich die Frage eigentlich sich dann stellt, welche Veränderungen von Arbeit bringt die eigentlich mit sich, abgesehen davon, dass sie in der Tat eine so große gesellschaftliche Reichtumsproduktion hervorbringt, dass aufgrund dessen in der Tat über grundlegende Veränderungen nachgedacht werden muss und es vielleicht fraglich ist, da würde ich Paul Mason zustimmen, dass man alle, die heute prekär beschäftigt sind, so ohne weiteres wieder in geordnete Beschäftigungsverhältnisse bringen könnte. Also die Differenz zwischen den beiden Positionen, da hätte ich ein Interesse dran, die weiter zu diskutieren. Weil mir erscheint es so, es ist völlig logisch und einleuchtend, wer heute prekär beschäftigt ist, etwa hier bei uns, und früher geregelte Arbeitsverhältnisse gehabt hat, der will in die zurück, selbstverständlich. Aber trotzdem, wenn Paul Mason sagt, wenn man mal eine Generation noch weiterdenkt, die Perspektive, dass das passieren könnte, die haben wir eigentlich nicht, aufgrund der fortschreitenden Reichtumsproduktion und des geringeren Umfangs, in dem gesellschaftlich notwendige Arbeit noch erfordert ist, dann ist es schon richtig, wenn er auch sagt, man muss die Perspektive auch weiter nach vorne denken. Man muss überlegen, welche Lösungen die dann auf dieser Prekarität aufsetzen und gar nicht zu den alten geordneten Arbeitsverhältnissen zurück wollen, auch nicht mit weniger Arbeitszeit, lassen sich da eigentlich entwickeln. Da sind die beiden Positionen vielleicht nicht ganz so weit auseinander, wie es in der Diskussion aussah, scheint mir. Letzter Punkt, worum es aber eigentlich gehen müsste, was mir wichtig wäre, ist, die Veränderungen von Arbeit, die viel mit Digitalisierung zu tun haben, die schaffen neue Potenziale für Demokratisierung. Und ich glaube, man muss noch viel stärker darüber diskutieren, wie diese Potenziale von unten, von der Demokratisierung, von Arbeit her eigentlich entfaltet und entwickelt werden können und wie man an sie anknüpfen kann. Es ist noch immer relativ stark dann darüber, dass man über Modelle nachdenkt, wie man Prozesse demokratisch gestalten kann, ohne wirklich darüber nachzudenken, wie die Arbeitsbürger in dieser Gesellschaft selber daran aktiv beteiligt werden können, was auch Zeit erfordert, die vorhanden sein könnte, wenn man bedenkt, dass die gesellschaftliche Reichtumsproduktion sich verdoppelt hat in den letzten 40 Jahren. Vielen Dank. Gibt es noch Meldungen? Sonst würde ich erstmal euch wieder das Wort geben. Do you want to start? Can I come back first of all on the situation in British labour? Inside the British Labour Party, Corbyn and MacDonald and the team around them, you ask, are they the model for the rest of Europe? I think what we have achieved only through a bigger crisis that produced this phenomenon. But don't idealize our situation, because what happened is that the membership had had enough of neoliberalism, and they put into power quite an old guard of traditional left socialists who had not trained themselves to be in any sense leaders, strategists, office managers. You know, they were quite inexperienced.
And this is a bad enough situation to be in, but the worst situation is that the entire middle, the party, or most of the local councillors, most of the MPs, all of the HQ, is neoliberal. And it's very difficult, you know, to make it work. Also, it is true that to the extent that we have radicalised the policy, so we are promising to spend £500 billion on an anti-austerity stimulus, number one. Number two, we are going to double the size of the cooperative sector. Number three, we will bring back sectoral wage bargaining, which we've never had in Britain ever. But we will bring back sector-by-sector bargaining so that the whole precarity doesn't matter. If you are working in the hairdressing sector, your wages will be this. It doesn't matter whether you're self-employed, whatever. It turns out that the popularity for that is probably about in the low 30% mark, i.e., in a period where it's a, you know, there is crisis, etc., having a left socialist party does reduce the amount of support because centrism, liberalism, it turns out to want liberalism. You know, it turns out to want more precarity or more less trade union rights. So we're not in a good situation. We will come to power only as an insurgency. When I said this on the British radio, some members of the right actually thought I meant as an armed insurgency. But so I mean, really, it's a metaphor. We will come to power by giving people answers to the crisis, not to the normal situation. And I'm not sure that everybody in our party is understanding this. Above all, because this middle rank of people who are wedded to the neoliberal past are quite disorientated. Until Trump, you know, you could say it was the same people who during the Cold War were organized and supported by the Cold War apparatus of the West. But now the West is led by Trump. There is no reason for them to be doing this. So I think do not idolize the British situation. And, you know, it could be that when Corbyn is 67 years old, what comes after Corbyn will be a far more organic centre-left type figure to try and to bring, you know, our constituency inside Labour is very similar to the two ends of the Labour movement you see here. You know, there is a workplace-based traditional left trade unionism, and there is a horizontalist leftism that values more some of the issues I've talked about, and we need to find a synthesis of that. But above all, we need to find answers to the rise of the right. And I hope I've experienced in the struggle itself the experience of the challenge of the right does force together many of these elements within British social democracy that don't want to work together. They have to because they are in a survival battle now in the heartlands, as you will be in Germany, you know, whether it takes the form of a red-green coalition or what, you have to find ways to work together. On this question, sir, here, on the question of software, of course I accept that software ages and that human labour in these highly technocratic, you know, I mean, I'm thinking about SAP, for example, the enterprise resource software is a good example of what you described. But equally, I also think that I'm thinking about the business report of Dassault Systèmes, which produces the software which designs aircraft, called CATIA. I looked at the small print of their annual results, and it says, what are the risks to your business? In the tiny print it said, the risks to our business is that someone works out how to produce this thing for free. Because effectively, it costs tens of thousands of pounds per desk to have this software, but it actually, you know, it actually doesn't cost tens of thousands of pounds of software to either produce or, I would argue, maintain. And so the monopoly position is something I think is going to be eroded of software, and then you have the question of who should own it. This question of, sir, over here, who raised the question of the differences between us, what to do about
precarious work. My belief is that the rise of precarious work is a symptom of the bigger problem of the approach of a society where there is not enough work to go around. That's where I differ. And also, on the American left, there is a big debate about this. Many people in Bernie Sanders' campaign and movement wanted to go out and offer every American a good job. And they have all read a book called In Freedom's Forge, which is a right-wing book about the rearmament of the American economy after 1941. So the American right is obsessed with the rearmament period, which, as you may know, was led by an American corporate fascist called Alfred Knudsen, who was the head of General Motors. Whereas the left idolizes the New Deal, the right idolizes the rearmament. And some people in Bernie's campaign said, no, we should come up with our own version of rearmament, the creation of jobs from nowhere. And I think this is the difference. I don't think this is going to be possible to offer everybody a full-time permanent job with great wages unless you steal the growth and jobs of everywhere else in the world. And so it forces you down the route of economic nationalism, which I think isn't where I would go. And I would say one final thing about this. We need to become interested in the space beyond work. And when I say interested, even in the 19th century, I was in Sydney a week ago in Australia. They have a trade union hall, which is a monument to the first eight-hour day struggle in the world. And it has a library. And the curator said, they built the library to convince the bosses, the employers, that the workers wouldn't simply drink if they reduced the day to 10 hours or 8 hours. And therefore, they took an extreme interest in non-work and designing the non-work space, whereas the labour movement has tended, especially in the Anglo-Saxon countries, tended to look at that as somebody else's job. I know in Germany and Austria, there's been more of the creation of cultural organisations. This building, in its own way, represents that. But the left party must begin to design a transition. I just think this is maybe the difference I have with simply left trade unionism. Our job must be to design the transition to a low work economy, as well as defending the rights of people in the work economy that exists now. Okay, Bernd, vielleicht kannst du noch mal auf die Frage eingehen, wo eigentlich diese Gewerkschaftshaltung vertreten sind noch so stark, weil ich frage mich, ob wir da über Pappkameraden diskutieren, ehrlich gesagt. Ich muss noch ganz kurz auf das bedingungslose Grund eingehen. Achso, ja, stimmt. Entschuldigung. Obwohl ich weiß, dass das abendfüllendes Programm wäre und wir uns in der Partei Die Linke ja praktisch da auch permanent konstruktiv drüber streiten. Und die eine Co-Vorsitzende ist dafür und der andere Co-Vorsitzende wie ich ist dagegen. Ich kann es einfach begründen. Ich glaube, das ist es wäre ein Konzept, das bei den derzeitigen Kräfteverhältnissen in hohem Maße quasi einen Lohnkostenzuschuss für die Unternehmer wäre. Also man sieht ja auch, was in Finnland gerade in Größenordnung diskutiert wird, 670 Euro. Wenn man nur 1050 Euro haben wollte, müsste man bei uns 1 Billion, also ein Drittel des Bruttosozialproduktes, sofort umverteilen, nur damit du 1050 Euro kriegst, was eigentlich völlig lächerlich ist. Und du würdest es vielen Leuten geben, die es gar nicht benötigen, weil sie deutlich mehr bekommen. Also ich glaube, da ist sehr viel realistischer, dass wir um andere Formen der Regulierung kämpfen. Wo wir eine Gemeinsamkeit haben, ist, dass wir eine Mindestsicherung brauchen, aber keine bedingungslose. Wir brauchen keine für Millionäre geben oder für Leute, die genug verdienen. Aber es gibt die Gemeinsamkeit, dass Leute, die keine Arbeit haben, von der sie leben können, auf keinen Fall sich quasi dieser permanenten Entwürdigung aussetzen dürfen, wie das heute der Fall ist, in den Jobcentern durch Sanktionen, sondern da muss eine Mindestsicherung her, die den Leuten ermöglicht, dass sie tatsächlich auf einem ordentlichen Lebensniveau leben können und nicht zur Arbeit gezwungen werden dürfen. Darüber ist ein vollkommener Konsens in der Linken
Partei da. Dann die Frage der Entbevelisierung, ja, bin ich vollkommen der Meinung. Ich glaube, das ist auch tatsächlich einer der zentralen Kämpfe in der öffentlichen Daseinsvorsorge, dass man praktisch Markt und Wettbewerb und insbesondere betriebswirtschaftlich orientierten Markt und Wettbewerb völlig zurückdrängen muss und quasi die Bedarfsorientierung in den Vordergrund stellen muss. Das ist da, was die Neoliberalen geschafft haben, dass sie quasi auch in die öffentlichen Krankenhäuser, in die öffentlichen Schulen zum Teil diese Mechanismen von Markt und Wettbewerb eingeführt hatten, was dazu führt, dass die Leute sagen, es ist ja gar kein Unterschied mehr, ob ich in einem öffentlichen oder privaten Krankenhaus bin. Und das muss der Unterschied sein von linker Politik, klarzustellen, dass es eine andere Orientierung gibt. Ein Punkt, den ich noch wichtig finde, ich teile diese Skeptizismus, also vielleicht habe ich mich auch zu drastisch ausgedrückt, es wird einen Umbruch geben in mehr Informatik, auch im Maschinenbaubereich, aber ich weiß, dass diese Konzepte der vollautomatisierten Fabrik und des vollautomatisierten Büros, ich hatte das nur als Betriebsrat erlebt, die haben dann die Finger davon gelassen, weil die Kosten so hoch gewesen wären, dass der Betrieb in 2 Jahren bankrott gewesen wäre und es war eine sehr reiche Bausparkasse. Also man muss ein bisschen vorsichtig sein, weil eben Produktionsprozesse nicht nur eine Technologie beinhalten. Und die Computerisierung und Digitalisierung muss quasi verschiedene Produktionsabläufe miteinander verbinden. Und deswegen kann man das nicht einfach 1:1 umrechnen, ja. Schon gar nicht quasi in den Dienstleistungsbereichen. Aber natürlich wird es einen Produktivitätsschub geben und kann es auch eine höhere Arbeitslosigkeit geben. Und jetzt zum Schluss diese Kontroverse mit der prekären Arbeit und dass die Ursache ist, dass das keine Vollbeschäftigung mehr möglich ist. Ich glaube, die Ursache ist definitiv eine andere. Die Ursache ist, dass wir ein neues Produktionsmodell haben und ein neues Dienstleistungsmodell, das quasi strukturell die prekarisierte Arbeit in die Gesamtkostenrechnung einrechnet. Das heißt, die Betriebe kalkulieren heute in ihrer Struktur im Allgemeinen mit 60% Kernbelegschaft und 40% Prekären, darunter 20% Leiharbeiter, 10% Befristete und 10 oder 20% Werkverträge. Und in den Dienstleistungsbereichen mit so und so vielen Leuten, in den Einzelhandelsbetrieben 40% Beschäftigte, Leute, die auf Abruf arbeiten, Leute, die flexibel nur Ostern und Urlaubszeit eingesetzt werden und, und. Das ist aber Bestandteil des ökonomischen Modells dieser Formation von Kapitalismus und nicht ein Ausdruck, dass Vollbeschäftigung nicht mehr möglich ist. Ja. Und das Zweite ist, dass das massiv durch die neoliberale Politik begünstigt wurde und vorangetrieben wurde. Wir haben praktisch seit der Agenda 2010 und seit den ganzen Deregulierungsbeschlüssen quasi einen richtigen Prekarisierungsschub. Das hat was mit politischen Entscheidungen zu tun. Wenn du eben Leiharbeit quasi in jeder Form legalisierst und sie war vorher nicht legal, dann hast du eben mehr Leiharbeit. Und wenn du Werkverträge legalisierst, hast du mehr Werkverträge. Das Kapital macht natürlich die günstigste für sie Produktionsform und Kostenstruktur. Und deswegen würde ich sagen, dass man an diese Struktur ran muss und an die politischen Entscheidungen. Natürlich, wenn du heute sachgrundlose Befristungen abschaffst, was politisch kein Problem wäre, wenn man die Mehrheiten hat, wird es keine sachgrundlosen Befristungen mehr geben und damit mehr Regulierung. Wenn du heute sagst, wir müssen ein Gesetz machen, dass Tarifverträge wieder Normalität werden, zum Beispiel durch Allgemeinverbindlichkeit, hast du einen höheren Regulierungsgrad. Das ist Gegenstand politischer Entscheidungen. Warum soll das nicht möglich sein? Warum soll man nicht Tarifverträge für allgemeinverbindlich erklären können? Der Handel war bis 2001 allgemeinverbindlich und 90% der Beschäftigten sind unter den Tarifvertrag gefallen. Danach war es nicht mehr allgemeinverbindlich, jetzt haben wir noch 30% der Beschäftigten, die unter den Tarifvertrag fallen. Das sind Entscheidungen, die politisch gefällt werden oder Entscheidungen der Kräfteverhältnisse zwischen Kapital und Arbeit, zwischen Gewerkschaften und den Kapitaleigentümern, das durchzusetzen. Und ich finde, da ist Aufgabe der Linken quasi die Seite der Arbeit zu stärken, also quasi die Kräfteverhältnisse wieder zu ihren Gunsten zu verschieben.
Und was ich glaube, wo ich zustimme, es ist keine Vollbeschäftigung in Form von 40 Stunden für allen in der klassischen 8-Stunden-Tag mehr möglich. Das ist, glaube ich, naja, wir haben einen Höchststand an Beschäftigung, aber kaum mehr Arbeitsstunden als vor 20 Jahren. Wir haben aber auch nicht weniger Arbeitsstunden. Es sind nur auch mehr Frauen in die Beschäftigung reingekommen, also mehr Personengruppen. Aber warum kommt man nicht auf den naheliegenden Gedanken, dass quasi die erhöhte Produktivität zu ganz anderen Formen der Arbeitszeitverkürzung genutzt werden können? Und im Kern hat ja dieser neoliberale Kapitalismus tatsächlich die Arbeitszeit für gewaltige Gruppen von Beschäftigten dramatisch verkürzt, aber dereguliert, individualisiert, ja, in Form von Teilzeit, in Form von Abrufbeschäftigung, in England ja sogar Nullstunden Arbeitsverträge, wo du gar keine Garantie auf Stunden hast und völlig beliebig eingesetzt werden kannst. Das sind ja nichts anderes wie Formen der Arbeitszeitverkürzung, aber quasi unsoziale Formen, destruktive Formen der Arbeitszeitverkürzung. Und natürlich könnten wir auf einem hohen Niveau für alle 30 Stunden machen und es würden alle Leute gesellschaftlich Beschäftigung finden. Und wir könnten sogar heute mit den Arbeitszeitregimen das so machen, dass die Arbeitszeit an die Lebenslagen der Menschen angebunden ist. Wenn Sie zum Beispiel kleine Kinder haben, wollen Sie vielleicht sogar nur 20 oder 25 Stunden arbeiten. Wenn Sie keine Kinder haben, sind Sie vielleicht bereit, 30 oder 35 zu arbeiten. Wenn Sie älter sind, wollen Sie vielleicht gern nicht mehr 35 Stunden arbeiten oder 40, sondern weniger. Also das wäre heute ohne weiteres möglich, dass wir eine Beschäftigungs- und Lebensstruktur haben, die sich tatsächlich an die Lebensinteressen der Menschen anpasst. Und es wäre für mich im Übrigen die größere Vision, die auch übrigens Marx mal konzipiert hat mit dem Fischen und Jagen, dass er gesagt hat, die gesellschaftlich notwendige Arbeit muss so rational und effektiv organisiert werden, dass man quasi vielleicht nur noch 4 oder 5 Stunden täglich aufwenden muss, um sie zu leisten. Und anschließend haben wir mehr Zeit für Jagen, Fischen oder heute macht man andere Sachen, die man dann tun kann. Und das halte ich tatsächlich für eine wirkliche linke Utopie, dass wir heute quasi in einem Rollback leben und quasi die Normalarbeitszeit wieder steigt, obwohl es historische Kämpfe um die Arbeitszeitverkürzung gab. Und es, finde ich, war einer der größten Fehler der Gewerkschaften, den Kampf um die Arbeitszeitverkürzung zu beerdigen, weil das hat erst diesen Rollback ermöglicht. Hätte man weitergemacht und gesagt, entsprechend dem Produktivitätsfortschritt wird die Arbeitszeit verkürzt und gerecht verteilt. Es ist doch absoluter Unsinn, wenn ich das zum Schluss sagen darf, dass die einen unfreiwillig 10 Stunden und 15 Stunden arbeiten, obwohl alle wissen, die meisten Frauen, die Teilzeit arbeiten, wollen gern 30 Stunden arbeiten. Und andererseits müssen Leute 40, 50 und 60 Stunden arbeiten und wissen schon gar nicht mehr, wie sie Leben und Arbeiten zusammenzukriegen. Ich finde, dann eine neue Normalität zu definieren, wo beide Gruppen 30 Stunden arbeiten und von dieser Arbeit leben können und genug Zeit haben, für ihr eigenes Leben zu organisieren, das wäre doch eine Vision, die Linke und Gewerkschafter zusammen vertreten könnten. Ja, das war quasi ein Schlusswort. Wenn es jetzt nicht noch eine dringende Nachfrage oder Anmerkung gibt, oder Paul, möchtest du vielleicht noch 2 Sätze sagen zum Abschluss? Und dann würde ich denken, wir können. Sehr gut. Do you want to add something or say some closing words? Well, I can do. So can please do, and yeah. Then we would close. Let's talk about now, the immediate thing. I just want to take the opportunity to say hello and thank you and solidarity to you for turning out in Berlin on a cold night to talk about the future, which we want to build together. But there are immediate things that we need to do to stop the past returning. And I think the one thing I would say is, be clear in your head that we are, do you know the concept of trolling? You know what it is to be made to be trolled, to someone to when people are trying to really make you angry.
The other, look, someone's trying to call me. The other, there is a vast machine of, as what you described, a faction, a new faction within capitalism that wants to destroy everything that we achieved positively in 30 years of neoliberalism. They want to convince us that lesbian and gay rights, multi-ethnic communities, freedom of speech, freedom to publish independently of big newspapers and the state, was all a dream. And I'm afraid that the model they have, implicitly for some, explicitly for others, is that this was done once before. And your country was the experiment where it was done. Because no society in the 1920s was freer than the Weimar Republic. And yet, within 10 years, no society was more unfree. And therefore, we need to show solidarity with each other and fight back this thing in a very serious way. And I think we can. And the number one thing we need to do, it is amazing, it is incredible that we stand outside, sit in a building, you know, with a statue of Luxembourg outside it, and yet we have nothing even approaching internationally what her generation achieved, not in the founding Congress of the Comintern. Let's forget this. Let's forget, 1919, 1921, but at Zimmerwald, at Kiental, these interwar conferences, we called it the 2.5 international. We have nothing approaching the level of coordination between ourselves. And what do we need to do? What's the modern version? We have been surrounded by this information machine funded by Trump, quite possibly also funded by other bad actors in the world. We don't have an information machine. We ask ourselves, we meet each other, what are you doing at the moment? How is the far right going in your country? Well, the same as in your country. They're trying to set the agenda and destroy social solidarity. I do think that my deep past background was Trotskyism, and I'm afraid the Trotskyists founded more internationals than they had people, really, sometimes. But we need something that is approaching an international of coordination, something that is better than the European left in the European Parliament, nice though that is. And because I think we need real-time coordination in this fight. You know, we had, in the post-war era, very good monitoring of neo-fascism. But what we're dealing with is a different thing. It's different people, different methods, different techniques. It's moving very fast around us. And it's almost like it's doing it without... We have not summoned the material means to deal with it, even to understand that they are taking experiment that works here and applying it somewhere else before we even realize that's happening. So I would just appeal, if the one thing we can do, we can coordinate across borders better. Ja, vielen, vielen, vielen Dank euch beiden für diese interessante Diskussion. Und dann wünsche ich euch allen noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Okay. Thank you, thank you, thank you. Thank you, Bernd. It was brilliant, yeah.